Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Ernst-Bloch-Zentrums, ich freue mich, dass Sie trotz Fußballzeit und schwülem Wetter heute Abend doch zahlreich zu uns gefunden haben und begrüße Sie alle sehr herzlich. Besonders begrüße ich unsere Podiumsgäste des heutigen Abends, nämlich die Soziologin und Philosophin Daniela Mahr, den Literaturwissenschaftler Herrn Professor Klaus Fondung und Janis Deutschmann, der ursprünglich Erziehungswissenschaftler war und dann eine Genossenschaft mitbegründet hat und als Coach und Mediator tätig ist. Unser Moderator, Herr Dr. Matthias Alexander, wird sicher ein bisschen mehr auch noch verraten über unsere Gäste. Und ich freue mich auch, dass Herr Dr. Alexander wieder moderiert hier bei uns. Er ist der stellvertretende Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich begrüße dann im Publikum, darf ich noch begrüßen, ich glaube, ich muss jetzt sagen, die ehemalige kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion in Ludwigshafen, Frau Eleonore Häfner. Und ich freue mich auch, dass Frau Fondung hier im Publikum mit dabei ist. Ja, dann kann es gleich losgehen. Ich möchte noch danken auch unserer wissenschaftlichen Volontärin, auch dieses Mal Frau Kunter, die sehr viel investiert hat in dieses ganze Schwerpunktprogramm Hoffnungslos, Fragezeichen über Krise und Utopie, was wir mit der heutigen Veranstaltung dann erstmal abschließen vor der Sommerpause. Ich danke dem ganzen Team. Ich freue mich, dass hier, wenn ich das richtig interpretiere, eine Reihe von Schülerinnen und Schülern aus der integrierten Gesamtschule Ernst Bloch vielleicht da sind, jedenfalls doch eine Gruppe von jüngeren Menschen, was besonders erfreulich ist, sozusagen junge Blochianerinnen und junge Blochianer sind heute Abend auch einige da. Wir werden auch heute nach der Podiumsdiskussion Fragen aus dem Publikum sehr gerne mit Freude wie immer aufnehmen und werden ein Mikrofon herumgeben. Ich bitte Sie, dieses Mikrofon abzuwarten, damit auch wir Sie alle hören und außerdem Ihre Frage dann auch mit auf der Aufzeichnung ist, die hier gerade auch gemacht wird, die dazu dient, dass dann eben der ganze Abend auf dem YouTube-Kanal des Ernst-Bloch-Zentrums zu sehen sein wird. Und zugleich möchte ich Sie jetzt schon einladen zu dem kleinen informellen Umtrunk, den wir wie immer auch im Anschluss an die Veranstaltung vorbereitet haben. Ja, ich freue mich sehr auf diese Diskussion über die Utopie und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Amadeo, für die freundliche Begrüßung. Die Überschrift heute heißt Utopie Auswege, was ja wieder sehr schön gewählt ist, weil man nicht genau weiß, ob die Utopie ein Ausweg ist oder der Ausweg eine Utopie. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld werden wir uns heute bewegen. Um das Thema vielleicht noch so ein bisschen aufzureißen, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wir leben in Zeiten, in denen Utopien nicht so besonders populär sind, vor allen Dingen nicht in den etablierten politischen Parteien, Gremien. Wenn etwas wie Veränderungswille grundsätzlicher Art sich bemerkbar macht, dann eher in Aktivistengruppen, die derzeit von sich reden machen. Und eigentlich geht es all diesen Aktivistengruppen darum, die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Sie kennen alle die Namen, Fridays for Future, letzte Generation, Extinction Rebellion. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von kleineren Initiativen. Und was auffällt, das ist sozusagen der Startpunkt der heutigen Diskussion, ist, dass diese Initiativen weitreichende politische Forderungen stellen.
Zum Teil wollen sie auch wirklich nur sich auf das Thema Klimakrise konzentrieren. Aber Utopien, das heißt groß ausgreifende Weltbilder, wie die Zukunft aussehen könnte, wie eine andere Welt aussehen könnte, mit denen, davon hört man eigentlich relativ wenig. Also eine Welt, die das Schlimmste gerade noch mal abgewendet hat, das ist der Horizont, in dem diese Initiativen oft tätig sind. Aber was das konkret bedeutet, was dann lebenswert ist, dafür haben sie eher selten Modelle parat. Ich war gerade vorhin noch mal auf den Seiten von Fridays for Future und Extinction Rebellion und dachte, ich überprüfe diese These lieber noch mal, aber ich habe die eigentlich bestätigt gefunden, die sozusagen die Grundlage unseres heutigen Abends ist. Und daran schließt sich die Frage an, ob wir vielleicht so verdeckte, versteckte Utopien in diesen Forderungen, in diesen Anliegen dieser Initiativen finden können und welche Utopien überhaupt denkbar wären. Und zu diesem Thema haben wir drei sehr kompetente Podiumsteilnehmer gewinnen können. Ich gehe streng nach Alphabet vor bei der Vorstellung. Janis Deutschmann, ganz zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen, dann links, der Pädagogik studiert hat, aber irgendwann der akademischen Beschäftigung, glaube ich, etwas müde geworden ist und gesagt hat, er geht lieber in die Praxis. Und mit 8 Mitstreitern das Kollektiv Open State gegründet hat, dem es um die Erforschung zukünftiger Formen von Gesellschaft ging. Und er war dann später Mitgründer und zeitweise Vorstand, ich glaube bis vor 2 Jahren, der Genossenschaft Wir bauen Zukunft, die in Mecklenburg-Vorpommern ansässig ist, allerdings ganz im Westen, also fast schon, ist das dann Schleswig-Holstein die Grenze? Also es geht jedenfalls Richtung Hamburg. Also es ist westlichstes Mecklenburg-Vorpommern, die versucht hat, darüber werden wir uns dann noch unterhalten, einen visionären Zukunftsort zu schaffen. Und er ist dann irgendwann nicht mehr Vorstand und ist heute als Coach und Mediator tätig, der sich im Bereich Social Entrepreneurship und für Bildung, für nachhaltige Entwicklung engagiert. So dann, Daniela Mahr. Soziologin und Philosophin vom Studium her, ist Gründerin und Geschäftsführerin von Reflektor. Das heißt, auch Sie haben die akademische Karriere im engeren Sinne irgendwann hinter sich gelassen, haben eher die praktische Anwendung gesucht. Bei Reflektor handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die sich um die Förderung von nachhaltigen und sozialen Innovationen dafür einsetzt. Und last not least, Professor Klaus von Dung, emeritierter Professor für Germanistik und neuere Literaturwissenschaft an der Universität Siegen. Aber er denkt oder dachte schon immer weit über sein engeres Feld hinaus und hat sich über die Themen von Literatur hinaus auch mit solchen der Politik und der Religion beschäftigt. Davon zeugen viele Veröffentlichungen. Ich nenne jetzt hier nur 2, die einschlägig sind für unseren heutigen Abend: Apokalypse ohne Ende, 2018 erschienen, und die Aufsatzsammlung Verzückungen und Untergänge, Essays aus 4 Jahrzehnten. Freue mich sehr, dass Sie alle drei hier sind. Und ich glaube, das ist eine schöne Kombination, die Frau Amodeo und Frau Kunter hier gefunden haben, dass wir 2 Idealisten, ist jetzt, weiß gar nicht, doch, am Ende sind sie schon Idealisten, die sich in der Praxis bewähren wollen, und jemanden, der vom Akademischen, was ich jetzt überhaupt nicht pejorativ meine, weil akademisch ist ja manchmal ein bisschen pejorativ angekränkelt, Herr von Dung, der sozusagen von einer theoretischen Ebene aus auf dieses Thema schaut. Und ich bin kein Freund von langen Einführungsvorträgen, deshalb haben wir uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass ich allen dreien eine etwas grundsätzlichere Frage zum Anfang stelle, wir dann in die Diskussion kommen und wie Frau Amodeo schon in der Begrüßung gesagt hat, wir dann hier oben diskutieren, vielleicht eine knappe Stunde lang, und dann zu Ihnen öffnen für Fragen und Kommentare. Und Frau Mahr, wenn ich dann mit Ihnen beginnen darf, wenn Sie vielleicht, was ich jetzt ganz kurz skizziert habe, Reflektor, was ist Ihr Anliegen und was ist die Idee dahinter?
die sie antreibt. Genau, vielen Dank. Also mit Reflektor, die Idee dahinter ist wirklich, dass wir also den Menschen, die zur gesellschaftlichen Transformation, wenn wir es so nennen möchten, beitragen möchten, dass wir denen alles an die Hand geben, was sie brauchen, um das irgendwie entsprechend gut umzusetzen. Das ist es jetzt im Kurzen gesagt. Wie wir da hinkamen, also irgendwie, wenn ich da ein, zwei, drei Sätze zu sage, genau, weil das ist ja nicht sowas, was einfach so eine Vision ist, die vom Himmel fällt und man sagt, man macht das jetzt und setzt das plötzlich in einer digitalen Plattform um. Warum macht die Soziologin plötzlich eine digitale Plattform? Sowieso passiert denn sowas? Also genau, also bei mir fing es einfach so an, dass ich schon zu meiner Jugendzeit irgendwie einen starken Gerechtigkeitssinn einfach hatte, ja, und aber nicht wusste, wohin damit und wie es vielleicht auch manch anderen geht. Und ich habe es dann erst später rausgefunden, was so dann ein Wörtchen dafür ist, das ist irgendwie Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass man selbst auch was bewegen kann. Das hat mir gefehlt zu der Zeit. Ich hatte nicht genug Vorbilder vielleicht, ich hatte nicht genug Möglichkeiten, die ich gesehen habe. Und ich hatte dann einen großartigen Lehrer, Philosophielehrer, der mich erstmal ermutigt hat, irgendwie Philosophie. In der Schule oder in der Uni dann? Zuerst in der Schule. Der mich dazu ermutigt hat, Philosophie zu studieren, irgendwie, was mir dann schon einige Antworten gegeben hat und mich schon weitergebracht hat in die Richtung. Ich habe dann aber gemerkt, okay, ich möchte nicht nur in der Theorie bleiben, irgendwie, wie Sie gesagt haben, ne? Und ich möchte das irgendwie in die Tat umsetzen und ich habe zeitgleich angefangen, irgendwie total viele Filme zu schauen zu dem Thema, irgendwie Dokumentationen, habe dann angefangen durch Freunde und Bekannte, die mir auch wiederum irgendwie einen Anschub gegeben haben, irgendwie habe ich angefangen in kleinen Kulturzentren, habe ich zu der Zeit in Spanien, ich springe ein bisschen, damit es nicht so lange wird, habe ich irgendwie angefangen, irgendwie Vorführungen zu machen, Filmvorführungen zu machen, Podiumsveranstaltungen zu machen zu diesen Themen. Und dann kam plötzlich jemand um die Ecke und hat gesagt, sag mal, machst du das hier hauptberuflich oder wie? Und ich habe gesagt, na, ich bin eigentlich noch während meines Studiums, ich schreibe hier über Foucault und warum die Gesellschaft so ist und wie wir selbst irgendwie sie gestalten können. Und das war zufällig der Leiter irgendwie des Filmfestivals in Madrid und er hat gesagt, ja, aber vielleicht solltest du das beruflich machen. Und dann hat er mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ich bin dann den Weg zuerst mal weitergegangen und habe Kulturveranstaltungen gemacht und habe irgendwie Menschen zusammengebracht, auch schon irgendwie unter dem Dach von Reflektor, wo wir uns 3 Tage bei einem Festival, irgendwie haben wir uns irgendwie dazu Gedanken gemacht, wie wollen wir leben, arbeiten, wie wollen wir Zukunft gestalten, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir und das mit verschiedenen Mitteln, mit Film, mit Lesungen, mit Podiumsdiskussionen, aber eben immer schon auch lokal Vorbilder eingeladen, dass man direkt irgendwie anknüpfen konnte. Und dann war aber die Frage, wie geht's denn weiter danach? Und was machen wir danach? Wie können wir wirklich irgendwie in die Handlung kommen? Weil das war auch schön und gut, aber es hat einfach nicht gereicht. Ja. Und irgendwie dann ist immer weiter die Idee gekommen, irgendwie, dass man das irgendwie digitalisiert und dass man dass man doch von jedem Ort darauf zugreifen könnte. So, weil, also ich habe das selbst immer gemerkt, mir haben Menschen gefehlt, die ja irgendwie so einen irgendwie ähnlichen Drang hatten wie ich. Mir haben auf der einen Seite die Vorbilder gefehlt, mir haben aber auch die Menschen gefehlt, die mich irgendwie an der Hand nehmen konnten, irgendwie die mir sagen konnten, also vielleicht nicht die IHK, die war irgendwie, da bin ich irgendwie damals auch hingelaufen, als wir irgendwie bei der Gründung waren, das hat so halb geholfen. Wo sind dann irgendwie zum einen die Personen, die was Ähnliches machen und zum anderen die Personen, die mir dabei weiterhelfen können, irgendwie so diese Mitstreiterin. Und das haben wir dann jetzt irgendwie mit dieser Plattform eben umgesetzt. Das ist aber eine deutsche Geschichte jetzt. Also Sie sind dann aus Spanien wiederum. Ich bin dann wieder hergekommen, genau. Aber tatsächlich hat der Auslandsaufenthalt hat mir einfach geholfen, zu der Zeit da den Schubs zu kriegen. So. Das ist manchmal, wenn man so den Ort wechselt, das hilft. Ja. Und Sie vernetzen dann Leute, also Initiativen mit sozialen oder ökologischen Themen, Nachhaltigkeitsthemen, dass die ins Doing kommen. Genau. Und Finanzierung finden. Richtig, also wir haben von der Person, die vielleicht gerade sich am Umorientieren ist, also die sagt, ich bin hier nicht glücklich in meinem Job, weil der mehr Probleme bringt in der Gesellschaft, als er zur Lösung beiträgt und ich will ja eigentlich was ganz anderes machen. Und irgendwer hat ihnen von dem Reflektor-Netzwerk erzählt und dann meldet sie sich da an und 6 Monate später kündigt sie ihren Job vielleicht und hat jemand neuen gefunden. Aber
Was irgendwie die Person macht am Anfang, ist zum Beispiel, dass sie bei irgendwie anderen Initiativen mitwirkt, irgendwie, dass sie ihre Expertise einbringt und so nach und nach irgendwie Menschen kennenlernt. Dann haben wir die Personen, die sich zusammenfinden, die was Neues gründen. Neues Sozialunternehmen oder eine soziale Initiative. Zum Beispiel einer hat gerade seine Geschichte erzählt, sowas finde ich immer total hilfreich, weil wir können viel sehen da, wir können aber natürlich nicht Privatdetektive engagieren, deswegen ist es immer hilfreich, wenn die Leute ihre Geschichten erzählen. Dass sie, die haben eine Plattform entwickelt für Jugendliche, die ihnen irgendwie Perspektiven geben, irgendwie was sie machen können, irgendwie nach der Schule, irgendwie soziale Einrichtungen und so weiter. Und das irgendwie war eine Idee von irgendwie einer Person. Er hat jetzt irgendwie darauf seine Mitgründerin gefunden. Das wird jetzt eine gemeinnützige GmbH. Dann haben sie einen Ort gefunden, der diese ganze Unternehmung noch weiter nach vorne bringt. Er hat eine Person gefunden, die ihnen irgendwie bei dem Design am Anfang geholfen hat, die ihnen bei der Kommunikation geholfen hat, sowohl ehrenamtlich als auch dann, also es verbindet sich alles so ein bisschen dort, ja. Was halt wichtig ist, genau, es sind nicht Aktivistinnen, irgendwie dafür gibt es andere Plattformen, also es sind nicht im Privaten, neben der Arbeit, sondern mein Ideal ist tatsächlich irgendwie, dass man das, was man vielleicht vorher im Engagement oder aktivistisch gemacht hat, auch in seinen Hauptberuf, weil unsere Arbeitszeit nimmt so viel Zeit ein von unserem Leben und ist so wichtig und die sollte sich verändern auch, also das ist, genau. Und das ist eben unser Ziel dort. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch alles dazu erzählen soll, aber dass eben die Personen, die wirklich was anstoßen wollen, dass sie die Akteure finden, also von Mentoring über Mitgründung, über Finanzierung. Es gibt Bildungsinhalte, wo sie wirklich von ihrem ersten Punkt, von ihrem irgendwie, was ist dein Warum, irgendwie, dass sie das dort mit Videos und kleinen Fragestellungen, Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass sie das dort ausarbeiten können, wenn sie nicht weiterkommen, haben sie die Möglichkeit, irgendwie jemand um Hilfe zu fragen. Zum einen die Person, die es vielleicht in Hamburg schon umgesetzt hat, was jemand in Ludwigshafen starten will. Oder halt jemanden, der einfach mehr Expertise hat in dem Bereich. Wir haben gerade dürfen wir was Neues starten. Wir haben so eine Mischfinanzierung aus freiwilligen Mitgliedschaften, die man eben, wenn man mehr will, das ist ja so ein Modell, so du kannst irgendwie kostenlos rein und wenn du mehr Sachen machen willst, dich irgendwie besser darstellen, was auch immer, ne, irgendwie mehr Sichtbarkeit haben willst, dann irgendwie hast du die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Und was aber super wichtig ist, einfach Projektförderung. Also und da dürfen wir jetzt was Neues umsetzen, was glaube ich echt ganz cool wird. Und zwar, dass wir, also Sie haben die Finanzierung angesprochen, dass wir an gemeinnützigen und sozialen Initiativen, dass wir denen quasi automatisch vorschlagen und zeigen, irgendwie welche Fördermittel irgendwie existieren aktuell für dich, welche Ausschreibungen existieren, irgendwie was ist möglich, irgendwie was ist da und das dann zusammenbringen, irgendwie da matchen und dann helfen, das entsprechend auszufüllen, damit die Leute sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Ich glaube, das könnte... Ja. Noch eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Haben Sie sozusagen Alleinstellungsmerkmal oder sind Sie auch auf einem Markt tätig, wo andere auch so etwas Ähnliches machen wollen? Also es gab ein paar, die es versucht haben, aber die hatten nicht so lange Atem, ich behaupte. Wir haben einen hohen Idealismus und haben, Hartnäckigkeit. Ja. Herr Deutschmann, auch Sie würde ich bitten, dass Sie vielleicht ganz kurz zur Open State was sagen, aber auch zur Wir bauen Zukunft, was Sie da gemacht haben, was die Ziele waren. Ja, sehr gern. Ich würde aber noch ein bisschen vorher anfangen, weil ich glaube, das ist ein relevanter Teil der Geschichte. Und zwar bin ich so, also ich freue mich auch, dass hier SchülerInnen dabei sind. Als ich in eurem Alter war, gab es so einen Moment, wo ich dann plötzlich Abi hatte, oder irgendwie so kurz vorher war und war dann so, eieiei, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Und es gab viele Leute um mich herum, die waren sehr, sehr zielgerichtet und wussten genau, okay, jetzt hier mache ich das, Jura, ich werde Arzt und so weiter. Und bei mir ist das aber eher so, ja, in so eine Richtung gegangen. Ich habe dann FSJ gemacht, habe so ein bisschen geguckt, habe mich vor allem politisch viel engagiert und habe irgendwie so geschaut, was sind eigentlich gerade die Sachen, die auf der Welt passieren, wo merke ich, dass ich von meinen Werten her einfach überhaupt nicht zustimmen kann. Und ich habe mich engagiert gegen den Castortransport, das war früher ganz viel,
Anti-AKW-Bewegung, dann gab es Engagement gegen rechts. Und ich habe halt sehr viel gegen Sachen gekämpft. Und das war auch meine Haltung. So, Hauptsache dagegen sein, gegen vieles, was da ist. Und dann hat sich was in meinem Leben verändert, und zwar bin ich Papa geworden, relativ früh, also mit 25. Und das war so der Moment, wo ich irgendwie begriffen habe, okay, sehr wichtig, gegen was zu sein, aber das war auch automatisch der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt anfangen, für etwas zu sein, nämlich dafür, dass meine Tochter und alle anderen Menschen, die jetzt dann noch danach kommen, irgendwie ein lebenswertes Leben haben. Und das war wirklich der Schalter, wo es bei mir umgelegt hat und wo ich plötzlich genauer wusste, was ich möchte. Nämlich, ich möchte was machen, ich möchte wirkungsvoll sein. Und wie das genau aussieht, das hat mir das Leben dann vor die Füße geschmissen, eine Initiative, die ich dann mitgründen durfte. Ich habe mein Studium abgebrochen deshalb. Also ich habe tatsächlich die akademische Laufbahn ausgeschlagen und bin in diesen Gründungsprozess gegangen. Und wir haben parallel zum Klimagipfel, das war unser erstes großes... Welcher Klimagipfel war das? Das war 15 in Frankreich, also COP. Paris. Genau, ja. Und wir haben es umgedreht und haben gesagt, wir machen nicht COP, sondern wir machen POC. Und POC hieß Proof of Concept. Unser Proof of Concept war, dass wir gesagt haben, wir machen was. Viele PolitikerInnen werden sich da treffen, werden reden, werden Sachen irgendwie auf Listen, in Vereinbarungen gießen. Und wir sehen, wo es jetzt ist. So viel steht da, aber wenig ist passiert. Und wir haben gesagt, wir müssen was machen. Und es gibt schon so viele Menschen, die auf der Welt was machen. Nur wir müssen schauen, dass wir sie miteinander vernetzen. Und das finde ich deinen Gedanken total spannend, weil dadurch, dass man halt Menschen zusammenbringt und Initiativen zusammenbringt, formt sich ein Gesamtbild. Und wir haben das gemacht mit der Open-Source-Bewegung. Und diese Open-Source-Bewegung, da gibt es halt viele Software-Sachen und wir haben aber Hardware-Projekte eingeladen. Das heißt, Menschen, die in ihren Garagen getüftelt haben und technische Lösungen für eine nachhaltige Zukunft gebastelt haben. Und es war dann so eine Kreislaufdusche zum Beispiel. Das war mein Lieblingsprojekt, weil ich liebe Duschen. Mein ökologisches Bewusstsein sagt dann irgendwann so, okay, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, das auszumachen. Aber diese Kreislaufdusche loopt das Wasser und reinigt das und spart dadurch Energie und Wasser. Und das hatte einen Rieseneffekt. Also wir waren 6 Wochen lang mit 100 Leuten an einem Ort und haben die Projekte weiterentwickelt und hatten eine große Abschlusspräsentation. Und dann war es aber vorbei. Und das war sehr, sehr tragisch. Also auch ein ähnlicher Moment wie mit dem Festival. Das Momentum aufgekommen, man hat was bewegt, große Medienkontakte. Wir waren im Deutschen Bahnmagazin. Das war wirklich so, wow, das hat eingeschlagen. Und dann war es aber vorbei. Und da ist so ein bisschen die Vision entstanden von, wir brauchen eigentlich einen Ort, an dem sowas immer stattfinden kann und sich weiterentwickeln, dass wir es nicht nachher abbauen müssen. Und genau so ist die Idee auch zu Wir bauen Zukunft gekommen. Und parallel haben in... Vielleicht noch ein paar Worte, so wie Wir bauen Zukunft. Das ist dieses, ich glaube, 10 Hektar große Areal, genau. Wie gesagt, im Westen von Mecklenburg-Vorpommern, wo es vorher ja schon ein sehr ambitioniertes Projekt gegeben hat, das sozusagen auch eine Art Utopie entwickeln wollte über Mensch, Natur, Technik und noch irgendeinen Wissenschaft. Begriff. Wissenschaft habe ich vergessen, genau. das dann nicht funktioniert hat, auf dem sie aufbauen. Genau, ja. Die Idee ist da entstanden, dass wir halt einen Ort haben, an dem wir, also einen Innovationsort im Grunde, das war so die Ausrichtung. Und dann haben wir die richtigen Leute getroffen, richtiges Momentum gehabt und plötzlich, nicht mal ein Jahr später, war dieses Gelände da und die Genossenschaft war in Gründung. So. Und wir hatten halt eine Vision entwickelt und es waren 25 Leute, die sich vorher die meisten nicht kannten. Und haben zusammen gesagt, okay, was sind denn deine Träume, was sind deine Wünsche? Und wir haben das alles in einen Riesentopf geschmissen und haben aus diesem Riesentopf ein Süppchen gekocht, wo alle gesagt haben, jo, das sieht super aus. Das wird auch noch problematisch, die Geschichte, aber es war erstmal auf jeden Fall sehr lecker und hat gut gerochen und alle waren so, yeah, lass uns was machen. Und so hat sich jetzt über die letzten Jahre mit Höhen und Tiefen, Magenverstimmung auch, die und der Suppe dann aufgekommen sind teilweise, hat sich aber ein Zukunftsort entwickelt, wo wir versuchen, nachhaltige Praktiken, also sowohl auf einer Ebene von Bauen zum Beispiel, also wir bauen Zukunft, wir versuchen nachhaltige
ja, Bauprojekte umzusetzen, Tiny-Häuser, ein Earthship, also ja, ein autarkes Niedrigenergiehaus aus Recyclingmaterialien beispielsweise, aber auch so soziale Techniken, soziale Praktiken, Soziokratie beispielsweise in den Entscheidungsformen. Wir haben Permakultur und wir bieten ein Bild an von, wie könnte eine Zukunft aussehen. Wir sagen nicht, das ist jetzt der Weg, da muss jeder längs gehen, weil das hat dann wieder so einen Absolutheitsanspruch, der nicht landet, sondern wir wollen eine Brücke bauen in die Richtung von, guck mal, so kann das aussehen und ihr könnt hierher kommen und das erleben. Und das ist halt der ja, entscheidende Faktor, den wir mit unserem Projekt da reinbringen. Und Menschen können im Rahmen von Events, Veranstaltungen zu uns kommen, können ihre eigenen Events, Veranstaltungen ausrichten. Und wir sind jetzt aber auch seit 8 Jahren dabei und relativ untriebig in der Region und sind da jetzt auch in der Regionalentwicklung mit der Verwaltung und ja, einigen Playern am Start, wo wir merken, okay, jetzt haben wir wirklich, es hat sich etabliert, wir sind aus den Kinderschuhen raus und wir leisten einen ja, positiven Beitrag einfach, um eine gesamte Region eigentlich lebenswert zu gestalten. Das heißt, Leute können kommen und sich bei Ihnen auch noch ansiedeln, sage ich jetzt mal, also Mitglied der Genossenschaft werden. Genau. Sie sind offen für Zugänge. Richtig, ja. Kurzer Werbeblock. Das ist möglich und das ist sogar bis Ende des Jahres noch möglich mit einer BAFA-Förderung. Also das heißt für Risikokapital. Es wurde seit Anfang des Jahres geöffnet für Genossenschaften auch und wir haben jetzt noch bis Ende des Jahres die Möglichkeit, so eine geförderte Mitgliedschaft im Prinzip anzubieten. Was für uns sehr wichtig ist, weil wir gerade Eigenkapital für die Bauprojekte brauchen und die Baupreise sind so hoch gegangen in den letzten Jahren. Das heißt, ja, da ist auf jeden Fall Unterstützung gefragt, um unsere Vision möglich zu machen, unser Projekt ja wirklich weiter nachhaltig aufzubauen. Auch wenn Ludwigshafen sehr schön ist, müssen wir sagen, Mecklenburg-Vorpommern ist auch sehr schön. Auf jeden Fall. Genau. Herr von Dung, auf meine Anmoderation nochmal zurückgehend. Die Welt oder die Versuche zur Rettung der Welt im Angesicht des Klimawandels sind im Augenblick sehr populär, aber an Utopien, also im Sinne von konsistenten Weltbildern, wie die Welt aussehen sollte, könnte, mangelt es eigentlich. Täuscht dieser Eindruck? Und wenn er nicht täuschen sollte, wie ist es eigentlich zu dieser Entwicklung gekommen? Denn wir beide sind ja ein bisschen auf der anderen Generationsseite als Herr Deutschmann und Frau Ma. Wir haben noch Zeiten erlebt, wo Utopien ein bisschen mehr Popularität hatten, verbreitet waren. Wo würden Sie sagen, wo sind Utopien unpopulär geworden, wenn denn mein Eindruck überhaupt stimmt? Ja, ich glaube, Ihr Eindruck ist ganz richtig, dass Utopien, zumindest die Utopien im klassischen Sinn, Staatsutopien des 16., 17. Jahrhunderts oder Zukunftsutopien im 19. und noch im 20. Jahrhundert, nicht mehr en vogue sind. Das hat bestimmte Gründe. Zunächst einmal ist es erstaunlich, denn Utopien sind immer entstanden in Reaktion auf Krisensituationen. Das waren bei den Staatsutopien, wie man sie gemeinhin nennt. Also ich meine die Schrift, die den Namen in die Welt gesetzt hat, Utopia von Thomas Morus oder Campanella oder André, waren Reaktionen auf die Unzufriedenheit mit den politischen, vor allen Dingen mit den sozialen, auch den moralischen Verhältnissen in ihrer jeweiligen Gesellschaft. Die Zukunftsutopien, die dann im 18. Jahrhundert entstanden und für die eigentlich das schönste Beispiel unseres Schutzpatrons hier in diesen Räumen, Ernst Bloch, ist sein Buch Der Geist der Utopie von 1918, ebenfalls natürlich eine Reaktion auf eine ganz fundamentale Krisensituation, nämlich den Ersten Weltkrieg und die
die schrecklichen Zerstörungen und die von vielen als sinnlos empfundenen Menschenopfer, die dieser Krieg verursacht hat, hat ohne Zweifel und ganz eindeutig in seiner Reaktion nicht nur Ernst Bloch, sondern viele seiner Generation unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg dazu veranlasst, Utopien zu entwerfen einer besseren, einer friedlichen Gesellschaft. Das sind alles sehr nachvollziehbare Zusammenhänge. Und nun stellt sich in der Tat die Frage, wir haben ja zurzeit auch nicht gerade wenige Krisen, mit denen wir uns beschäftigen, zumindest als Fernsehnachrichtenseher und Zeitungsleser. Aber viele andere Leute sind unmittelbar davon betroffen. Warum darauf nicht doch auch mit Utopien reagiert wird? Meine Meinung ist, dass Utopien, ja, man muss es wohl so sagen, abgewirtschaftet haben, weil sie letztlich doch keine schlüssige, zufriedenstellende Antwort auf die Krisen angeboten haben. Dass man festgestellt hat, entweder sind sie nicht fruchtbar oder sie führen sogar geradezu zum Gegenteil dessen, was sie anstreben. Man kann das sehr schön zunächst einmal bei den Staatsutopien feststellen. Diese Idealstaaten, die so auf einer fernen Insel von Reisenden entdeckt wurden, so in der Reiseerzählung Utopia von Thomas Moos, oder auch bei Campanella, die Sonnenstadt, die versuchen, das Ideal sozialer Gleichheit zu etablieren. Aber das führt zu eigentlich sehr unerfreulichen Ergebnissen, nämlich zu einem autoritären Führungsstil in der Gesellschaft. Alle müssen gleich sein, das lässt sich am wunderbarsten daran erkennen, dass in all diesen Utopien zum Beispiel alle Menschen gleich gekleidet sein müssen, einfache, uniformähnliche Kleidung tragen, dass Frauen, also das hat schon eigentlich damals die weibliche Leserschaft ausgeschlossen, denn in all diesen Utopien dürfen Frauen keinen Schmuck tragen, sich nicht elegant kleiden, dürfen sich nicht schminken, dürfen keine hochhackigen Schuhe tragen. Das wird sogar mit Strafe belegt. Also die Gefahr, ins Autoritäre abzugleiten, nicht, ist bei diesen Utopien sehr, sehr naheliegend, wenn nicht sogar, wie manche Leute in der Literatur sagen, dass totalitär gewesen sei, was da entworfen worden ist. Und ja, so sehr ich natürlich Ernst Bloch als Philosoph schätze, zumindest was seine späteren Schriften anlangt, muss man doch sagen, dass seine Begeisterung für ja nicht nur Lenin, sondern auch dann Stalin auch nicht gerade einladend für das Rezept, das er damals noch in den 20er Jahren im Kopf gehabt hat. Hat er denn das Ideal des neuen Menschen, das er auch verfolgt hat, ausgemalt im Detail? Denn das ist ja auch auffällig bei Marx und Lenin, dass sie zwar eine kommunistische Gesellschaft imaginiert haben, aber ja die im Detail gar nicht ausgemalt haben. Das hat Bloch auch nicht. Er hat wortwörtlich davon gesprochen, dass ein neuer Mensch und eine neue Welt entstehen werde. Und zwar in Kürze. Niemals wäre auch über uns die Welt so dunkel, hat er geschrieben, würde nicht
absoluter Sturm, zentrales Licht, allerunmittelbarst bevorstehen. Also er hat in eigentlich sehr charakteristisch apokalyptischer Weise erwartet, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, die große Revolution wird eintreten. Das haben viele erwartet, natürlich. Da war er nicht allein. Aber ausgemalt, wie das aussehen könnte, wie der neue Mensch, man muss ja annehmen, dann moralisch integer sein würde, warum er sich so verwandeln würde. Denn wir wissen alle, dass die Menschen natürlich nicht unbedingt und immer moralisch integer sind. Das hat er auch nicht getan. Das bedeutet ja aber, glaube ich, dass es schwingt eine Menge Pathos dann mit, oder? Bei Bloch. Bei Bloch eine große Menge Pathos. Also in diesen beiden Frühschriften, Geister Utopie und Thomas Münzer als Theologe der Revolution. Und Apokalypse, um das nochmal klarzustellen, weil es ist ja heute der Begriff, ist ja eigentlich nur noch mit Untergang. Also es ist ja in den Medien immer wieder die Rede von apokalyptischen Szenarien. Aber Apokalypse in Ihrem Sinne bedeutet ja nur einen Durchgang zu einem neuen Idealzustand. Das ist ja bei der Apokalypse im christlichen Sinne immer mitgedacht. Dass man, also sozusagen das Chaos ist ein Durchgangszustand zu einem neuen Idealzustand, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Apokalypse als Modell dient, wenn man das so sagen darf, die Offenbarung des Johannes, die eben auch in säkularer Form weitergewirkt hat. Und das kann man deshalb dann auch apokalyptisch nennen, weil sowohl die Struktur dieser Geschichts- und Weltdeutung gleich ist, nämlich dass die gegenwärtige Welt als total verdorben und böse und schlecht angesehen wird. Das ist sozusagen das strukturelle Analogon der Offenbarung des Johannes Ende des ersten Jahrhunderts und der Situation am Ende des oder nach dem Ersten Weltkrieg. Die gegenwärtige Realität ist verdorben. Und man erwartet aber nicht durch das Reformen oder irgendwelche anderen pragmatischen Handhaben, dass verbessert werden könnte, sondern man erwartet, dass also in der religiösen Tradition Gott eingreift in die Geschichte und die Welt verwandelt und die Menschen verwandelt. Oder in der säkularen politischen Apokalypse, da ist Bloch nicht der Einzige, da gibt es schon eine Tradition in Deutschland, dass die Menschen das selbst in die Hand nehmen, durch die große Revolution, einen neuen Menschen. Wobei die ja auch oft eine sozusagen abstrakte Macht ist, auf die man warten kann. So der berühmte Attentismus der SPD oder auch anderer sozialistischer Kräfte, die erwartet haben, dass das schon irgendwie kommt. Es vollzieht sich sozusagen die Geschichte. Ne? Ja. Aber Frau Ma, Herr Deutschmann, ich würde Sie fragen, wenn wir jetzt hier so reden, ist das für Sie Boomer-Gerede, wo Sie sagen, ja Gott, Utopien, das ist irgendwie Geistesgeschichte, das endet spätestens in den 70er Jahren? Oder ist das etwas, ein Begriff, mit dem Sie, Frau Ma, ich würde da mit Ihnen beginnen, mit dem Sie etwas anfangen können, dass man eine Idee hat, worauf man hinaus möchte? Ja, unbedingt. Also, und ich bin auch absolut überzeugt davon, dass wir diese Utopien, dass wir Visionen, dass wir große Ideen, dass wir große Vorstellungen natürlich brauchen, um an etwas arbeiten zu können. Weil ansonsten geht man ja gar nicht den ersten Schritt. Also das ist absolut eine Selbstverständlichkeit. Aber es braucht natürlich auch, Sie haben von dem Pragmatismus gesprochen, es braucht dann natürlich irgendwann auch eine gewisse Portion Pragmatismus, um dann auch in die Umsetzung und in die Handlung zu kommen und dann nicht in den Tagträumen zu verweilen und zu bleiben. Ne? Aber ich habe mich auch so im
Vor der Veranstaltung habe ich irgendwie darüber nachgedacht, hier auf dem Weg hierhin, ne, so dass wir uns ja die Dinge vorstellen müssen, habe ich irgendwie mir gedacht, natürlich. Und aber es ist ja auch total wichtig, auf der einen Seite, zu was sind wir denn in der Lage, uns vorzustellen? Und wer ist denn zu was in der Lage, sich vorzustellen? Auch das ist ja auch eine Frage, weil das wird immer so dahingesagt, so, ne, du musst dir irgendwie Zukunftsbilder ausmalen können, um die Zukunft auch irgendwie umsetzen zu können. Aber das ist ja, also da ist ja überhaupt nicht jede Person irgendwie, wenn wir jetzt hier vor die Tür gehen, hat jede Person, die wir dann fragen würden, irgendwie so andere Möglichkeiten irgendwie von der Vorstellung, irgendwie von sich einer nahen oder auch einer fernen Zukunft sich irgendwie vorzustellen. Nicht nur vor der Tür, sondern auch hier vor. Sondern auch hier, sondern genau, hier, Raum, ja. Wie wir hier sitzen. Ne? Irgendwie was ja aufgrund irgendwie so irgendwie unserer Prägung, aufgrund irgendwie dem, was wir erleben, aufgrund irgendwie dessen, was wir wissen, auch irgendwie einfach beruht. Ne? Und irgendwie deswegen, um da die Brücke nochmal zu schlagen, auch zu dem, was ich befürworte und was ich mache, irgendwie deswegen ist der Austausch so wichtig, irgendwie, dass wir voneinander lernen können, irgendwie deswegen ist es so wichtig, irgendwie, dass wir uns zuhören, irgendwie, dass wir irgendwie andere Menschen treffen, die vielleicht Vorbilder sein können, dass sich auch eine Stadt vielleicht oder eine Bahn oder worüber wir gesprochen haben im Vorfeld, irgendwie, dass man sich irgendwie andere Orte anschaut, die als eine gewisse Utopie oder als eine gewisse Vorbildfunktion dienen können, zum Beispiel, ne? Wenn man in so kleinen Schritten denkt. Ja. Aber jetzt wäre ich mal ganz konkret, was wäre denn Ihre Utopie? Was wäre meine Utopie? Meine Utopie wäre, dass zum einen, wenn wir damit anfangen, dass wir, genau, Sie haben über den gleichen Menschen gesprochen, und da die Gefahren, und da habe ich direkt gedacht, naja, es geht nicht um Gleichmachung, sondern es geht um die Ermöglichung, dass die Menschen ähnliche Möglichkeiten haben. So irgendwie, das wäre meine Utopie. Und da ist natürlich, ja, da können wir sehr lange ausholen, weil nicht jeder mit demselben Treppchen geboren wird. Ne? Die einen haben es da leichter, die anderen schwerer. Da muss man eben irgendwie unterschiedlich ansetzen, aber irgendwie, dass man da natürlich ganz früh ansetzt, bei der Bildung, bei der irgendwie Ausstattung von Ressourcen, also dass wir irgendwie erstmal mit ähnlichen Möglichkeiten in die Welt gelassen werden. Also weil da irgendwie fängt ja alles an. Wenn wir irgendwie so immer dieselben 5% irgendwie die Welt gestalten, ist ja auch irgendwie schade. Ne? Und die anderen sind frustriert und wählen plötzlich Parteien, die alles irgendwie nach unten bringen. Ja? Also und das schafft ja auch eine große Frustration. Also, das heißt, wenn wir da, genau, aber und so irgendwie, das wäre also, das heißt, Sie wollen aber eigentlich inhaltlich keine Vorgaben machen, denn das ist ja oft so bei Utopien, wie es Herr von Dung geschildert hat, dass man fast totalitäre Weltbilder entwirft, gleiche Kleidung, gleiche Lebensbedingungen, sondern jetzt höre ich bei Ihnen raus eher eine liberale Vorstellung, Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit, vielleicht eher Chancengerechtigkeit oder was? Also es ist eine Mischung aus natürlich müssen gewisse Dinge geregelt werden, auch staatlich geregelt, also dass es einfach irgendwie Gesetze gibt, die irgendwie einfach eingehalten werden müssen. Und im Prinzip irgendwie so innerhalb dieses Spielraums, dass sich da die Leute natürlich frei entfalten, frei Ideen entwickeln, frei gestalten können, bis man eben an die gewissen Grenzen kommt, wenn wir sagen, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel erreichen, wir wollen gewisse Sachen haben wir festgelegt und dann merkt man, okay, hier kommt man an Grenzen und dann gibt es Gesetze und dann müssen die eingehalten werden. So. Aber innerhalb dessen, was möglich ist, irgendwie soll man schon natürlich frei spielen dürfen und sich mit Spielen meine ich auch irgendwie unternehmerisch spielen, also auch gestalten, ob es jetzt in Form von Initiativen ist, ob es in Form von Gesellschaftsgestaltung ist. Darf ich da? Sehr gerne, mal? Ja, nur zu. Das bringt mich auf ein kleines Statement, aber dann weiter eine Frage. Zurzeit wird ja sehr stark diskutiert, wie man Big Tech kontrollieren kann, Big Technology, die großen Medienkonzerne, von Open Artificial Intelligence angefangen über Meta und Facebook und Google und so fort. Und es gibt ja auch Maßnahmen, nicht? Also die EU bereitet, wenn sie nicht schon hat, das habe ich jetzt nicht verfolgt, Gesetze vor, die Macht dieser Konzerne zu begrenzen und sie besser zu kontrollieren. Wichtig.
Auf der anderen Seite aber, also da wollen wir, dass der Staat eingreift. Auf der anderen Seite stellt man aber doch bei einer ganzen Reihe von Bewegungen, also gerade auch von jungen Leuten teilweise, meine ich, kann man feststellen, eine gewisse Staatsferne oder Staatskritik. Also einerseits will man nicht immer nur die da oben haben und auf der anderen Seite, wie will man aber jetzt dieses ganz große, der Big Business, Big Tech, wie will man die noch im Zaum halten? Also ich habe ein bisschen das so verstanden, dass das, was Sie machen, das ist, was Sie angedeutet haben als Utopie sozusagen. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie Sie es formuliert haben, durch die Hintertür oder so. Also unterschwellige Utopie im kleineren Maßstab und Utopie ohne Pathos, sage ich mal. Oder würden Sie das nicht so akzeptieren wollen? Also ich würde sagen, genau, es kommt auf die Tagesform an, wie der Pathos ist beim Aufstehen. Aber prinzipiell, genau, ich bin mit sehr viel Pathos gestartet, unbedingt, mit sehr viel Idealismus, was auch immer so eine gewisse Leichtsinnigkeit dabei hat. Die hat mich das auf jeden Fall weitermachen lassen. Aber es hat sich dann immer weiter gepaart, was auch, man muss auch irgendwie davon essen können irgendwann, davon leben und das macht dann alles so träge und so anstrengend, aber das macht es natürlich ein bisschen bodenständiger und das heißt, man läuft nicht die ganze Zeit mit wehenden Fahnen vielleicht irgendwie vor der Tür und mit riesigem Pathos, sondern man schaut auch, wie ist es denn umsetzbar. Und genau, wir haben halt kein Grundeinkommen für alle, wer weiß, was das machen würde, es hätte Vorteile, es hätte auch Nachteile, nochmal eine andere Debatte. Aber genau, also ich würde sagen, es ist viel Pathos dabei, aber es ist auch eine gewisse Bodenständigkeit dazu gekommen, dass man schaut. Aber wir haben irgendwie sehr viele Menschen mit sehr viel Pathos auch auf unserer Plattform, bei denen ich aber auch froh bin, dass da eine gewisse Bodenständigkeit dabei ist. Also weil irgendwie diejenigen, die nur mit, wir müssen doch unbedingt, aber warum macht denn niemand? Ja? Das ist zu kurz. Ja. Aber auf staatliche Regulative würden Sie trotzdem nicht verzichten wollen. Nee, darauf würde ich nicht verzichten wollen. Ich würde mir aber wünschen, dass wir gewisse staatliche Strukturen allgemein ein bisschen umkrempeln und die ein bisschen modernisieren. Also ob angefangen von der Digitalisierung, ob dass sich mehr Menschen zutrauen, in die Politik zu gehen, die das Ganze ein bisschen auflockern. Ja, also da irgendwie würde ich mir allgemein ein bisschen Veränderung wünschen, ja. Irgendwie, dass wir mehr zusammenarbeiten, dass man mehr, sei es über Bürgerräte, dass man mehr irgendwie Entscheidungen gemeinsam trifft. Im Idealfall irgendwie sind es ja auch manchmal Initiativen, die ich habe irgendwie da irgendwie auf dem irgendwie Hinweg so einen Bücherschrank gesehen und da dann auch daran gedacht. Das war auch eine Initiative, ich irgendwie weiß nicht mehr von wem, aber das hat irgendwie eine ehrenamtliche Initiative erfunden, dass sich irgendwie Leute, dass Bücher abgegeben werden, irgendwie an irgendwie einem Ort, irgendwie, die man nicht mehr braucht, irgendwie jemand anderes hat die Möglichkeit, sie mitzunehmen. Total banales Beispiel, aber das hat die Stadt, glaube ich, Ludwigshafen hat das übernommen, weil das sehr fest installiert aussah und das haben viele übernommen. Und es ist ja auch bei irgendwie so anderen Sachen total wünschenswert, irgendwie, dass Institutionen irgendwie Ideen übernehmen und so weit kopieren wie möglich. Also, dass da irgendwie Veränderung stattfindet von Bürger zu Staat und irgendwie um. Ne? Vielleicht kann ich die Frage von Herrn Vondung noch mal ein bisschen anders stellen oder so, wie ich sie verstanden habe. Glauben Sie, dass Sie als Initiative natürlich auch übers Netz sich, unterstelle ich mal, verbreitet, dass Sie noch einen Freiraum haben, in dem Sie agieren können, der nicht von den großen Tech-Konzernen vorgegeben ist? Also, dass Sie sozusagen eine direkte Nutzeransprache haben, die nicht gefiltert wird von Strukturen, die sich in diesem System herausgebildet haben, sozusagen Oligopole ja letztlich in der Netzwelt. Ja, haben wir auf jeden Fall. Auf der einen Seite, weil wir gemeinnützig sind, auf der anderen Seite, weil wir andere Strukturen benutzen. Also es ist ja eine bewusste Entscheidung auch, dann zu erkennen, wie funktioniert Facebook, wie funktioniert LinkedIn, wie funktionieren diese Plattformen, ne? Und wenn man sowas irgendwie Digitales schafft, sich dann hinzusetzen und zu überlegen, was möchten wir erreichen, wir möchten was Ähnliches erreichen, wie wir das irgendwie bei den Veranstaltungen hatten, irgendwie, dass die Menschen zueinander kommen, dass es ein wertschätzender Ort ist,
Und das heißt, wir müssen X, Y, Z beachten, wir müssen Bücher wälzen, wie funktionieren die anderen, was möchten wir nicht, irgendwie welche psychologische Manipulation steckt dahinter, welche Strukturen, dass man nicht, genau, irgendwie, dass man da auch gewisse Gesetze hat. Also wir haben zum Beispiel, wenn man sich anmeldet, hat man direkt, dass man auswählen soll, was sind deine Themen, und da hat man eine gewisse Themenvorgabe. Und durch diese Themen filtern wir ganz subtil, filtern wir die Leute aus, die wir da gar nicht auf der Plattform haben wollen. Das heißt, wenn die zum Beispiel dann bei gewissen Wörtern irgendwie so, wenn die dann... Können Sie ein Beispiel nennen, wer da zum Beispiel nicht reinpasst? Flüchtlingssolidarität. Total banales Beispiel, aktuelles Thema. Ne? So, wenn jemand da irgendwie Aufschlag kriegt, ist es nicht die richtige Plattform. Irgendwie Demokratie. Wir haben irgendwie die SDGs, irgendwie, dass man die auswählen kann. Das heißt, diejenigen, die sie kennen, die freuen sich, wählen die ganz schnell aus. Die neuen, die sie neu kennenlernen, also die 17 Nachhaltigkeitsziele. Die anderen füllen sie aus und lernen dabei nochmal irgendwie komplett ihr Projekt und ihre Ideen, ihre Strukturen irgendwie kennen. Ja? Das heißt, irgendwie da haben wir so subtile Filter eingebaut und irgendwie gehen auch nicht auf Masse. Weil dieser Prozess ist ein bisschen, der tut ein bisschen weh, sich da anzumelden. Also es sind so ein paar Schritte, die man dann irgendwie abgefragt wird, was machst du hier und so weiter. Wenn sich jemand nicht benimmt, dann ist das wie bei einer Veranstaltung, wie beim Festival bei uns, irgendwie wäre das da gewesen. Ne? Irgendwie so, wenn jemand Leute belästigt, wenn jemand jemanden beleidigt und so weiter, dann wird er verwarnt, und wenn er sich nicht benimmt, fliegt er raus. Also da gibt es einfach gewisse Kriterien, und da ist nicht dieses, irgendwie, was man ja oft als auf den Plattformen sagt, oh, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ist ja keine Meinungsfreiheit oder sonst was. Doch, es gibt gewisse Dinge, an die wir uns moralisch halten wollen. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann ja. So, also, ne, irgendwie, weil sie nach dem Vergleich so ein bisschen gefragt haben und wie das möglich ist. Genau, es ist halt eine gemeinnützige Organisation, die das macht. Wir sind aber auch nicht das, wir sind jetzt nicht, wie soll man sagen, ne? Also, ja, man hat diesen anderen Plattformen irgendwie, manchmal hat man, also ich finde diesen Vergleich ein bisschen schwierig. Ich finde es eigentlich schöner zu sagen, wir sind eine Organisation, die auch eine Plattform gegründet hat. Das ist nicht, aber die Leute machen selbst diesen Vergleich, und deswegen ist man da dann eben, und es irgendwie wird einfach so genutzt. Die anderen Plattformen irgendwie werden manchmal als sowas Großes, Totalitäres fast irgendwie gefeiert, ne? Und da irgendwie will ich gar nicht hin, sondern wir sind einfach eine gemeinnützige Organisation, die wie so ein Gemeindezentrum bietet, so wie halt einen digitalen Ort einfach, wo man sich treffen kann. Und das ist schön, wenn das genutzt wird und das auch viel genutzt wird, dass da jetzt auch viele Aber ja schon Leute von gewissen Werten getragen, weil Sie ja vorhin das Wort genau. Bürgerrat benutzt haben. Genau. Bürgerrat würde ja, glaube ich, toleranter sein. Also da würde man dann Haltungen akzeptieren müssen, die, glaube ich, in Ihrem Moralspektrum nicht mehr vorkommen. Ja. Genau, also es ist nicht die gesamte Gesellschaft dort vertreten. Ist auch okay. Also. Herr Deutschmann, auch an Sie nochmal die Frage. Utopie, ist das ein Begriff, mit dem Sie etwas anfangen können? Und wenn ja, in welcher Form? Ja, also ich glaube, der Begriff, der hat sich ja über die letzten Jahrhunderte irgendwie entwickelt. Und ich glaube, er wird sich auch irgendwie weiterentwickeln. Und ich glaube, die Aspekte, die in Utopie halt relevant sind, ist ja, dass sie ein mögliches Zukunftsbild aufzeigen, was in irgendeiner Form basierend auf irgendwelchen Werten erstrebenswert scheint für eine gewisse Zielgruppe, sage ich mal. Also gibt da vielleicht auch Utopien, wo man sagen würde, ja, da ist vielleicht am Ende dann nicht an alle gedacht, sondern es ist dann halt irgendwie was Totalitäres, hatten wir heute schon. Und ich glaube, die Kraft, die da drin steckt, die ist eine universelle Kraft, die wir, glaube ich, in Gestaltungs- und Innovationsprozessen und auch in Weiterentwicklungsprozessen, die sich jetzt irgendwie vollziehen bei den Herausforderungen, die wir als Menschheit haben, die sind einfach wichtig. Wir können nämlich nur das irgendwie machen, was wir uns auch vorstellen können. Ich glaube, da ist die Idee der Utopie was ich total großartig finde. Und dann habe ich heute im Zug, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, nochmal so geguckt, wo fahre ich denn hier hin? Ah ja. Und von Ernst Bloch gibt es wohl einen Begriff, die konkrete Utopie. Und ich kannte das unter dem Begriff Realutopie, wo das wie so eine Vorstufe ist oder so eine Utopie, die aber auf dem Boden ist, die nicht nur in den Köpfen stattfindet und dieses Bild hat und man sehr viel darüber reden kann. Und ich glaube, das ist halt auch so interessant, so, das habe ich bei Utopien ganz viel. So, man kann dann die ganzen Strukturen, man kann das alles analysieren, man kann darüber sprechen in jedweder Form. Aber was passiert am Ende? Was ist nachher sichtbar und was kommt auf den Boden? Und da finde ich, das ist vielleicht auch so meine Art, deshalb habe ich das Studium abgebrochen und habe gesagt, ich will was machen. Und habe
ohne es zu wissen, Real-Utopien zum, mitgestaltet. Und wir haben mit Open State Real-Labore gemacht. Und das waren halt immer so kleine experimentelle Orte, Nischen, die wir gefunden haben und wo wir eine bestimmte Art und Weise zu wirken mit in die DNA dieses Labors gegeben haben. Und das war bei zum Beispiel bei dem Projekt, was ich erwähnt habe, bei POC21 war es halt Open Source. Das ist so eine DNA. Und was steckt in Open Source? In Open Source steht, dass das Wissen, was in diesen Produkten steht, frei zugänglich ist. Das heißt, es wird nicht patentiert, irgendwie geschützt und kann von einzelnen Firmen maximal profitorientiert ausgeschlachtet werden, sondern es ist Wissen, was der Allgemeinheit zur Verfügung steht. So, und das sind so Sachen, wo wir gesagt haben, geplante Obsoleszenzen, dass mein Handy genau 2 Jahre und einen Tag, nachdem ich es gekauft habe, kaputt geht oder die Waschmaschine dann irgendwie einen Leck kriegt. Keine Ahnung, ob es ein Zufall ist. Und da haben wir ja, einfach Angebote gemacht und gesagt, wie können wir, und das war ein Gedanke drin, wie können wir eigentlich das kapitalistische System, was halt eine gewisse Dynamik hat, also ich will jetzt auch nicht in die Tiefe reingehen, aber es war so ein Ansatzpunkt, sagen, wie können wir der DNA, die da drin steckt, etwas entgegensetzen? Und das, was wir in Open Source gesehen haben, ist das, was ich gerade erwähnt habe, und auch die Idee von mehr Kooperation statt Konkurrenz. Also es ist auch, es sind neue Wertesets im Prinzip, die wir da ausprobiert haben. Und wir haben wirklich unglaubliche Erfahrungen gemacht in der Art und Weise, wie Menschen sich begegnet sind, wie die zusammengearbeitet haben und wie ein Zusammenhalt sich vollzogen hat. Und genau, da haben wir noch mehrere Labore gemacht und am Ende ist auch Wir bauen Zukunft eigentlich eine komplette Utopie gewesen. Also 25 Leute, Riesengeländeentwicklung, 10 Hektar, viel Vision, viel, wir wollen das machen und keine Ahnung von, wie entwickelt man eigentlich so ein Projekt. So, also gar nicht. Das ist 10 Hektar Land, ist sehr viel. Wir haben 2000 Quadratmeter Gebäudebestand. Okay. So, und das ist aber das, was wir am Anfang hatten. Wir hatten halt irgendwie durch diese Vision, die wir aufgemacht haben, gab es eine gewisse Anschubsenergie, wo wir losgehen konnten, wo wir uns in Bewegung gesetzt haben. Und genau, bis heute einfach viele kleine Sachen gemacht haben, wo wir sagen, okay, das ist einfach ein bisschen anders, als im Mainstream ist. So, und das sind, glaube ich, so die Chancen, die wir haben mit diesen Realutopien. Wir müssen nicht das eine riesengroße, perfekte Bild machen und sagen, so ist es. Und dann scheitern wir an der Umsetzung, an der Menschlichkeit und an den Sachen, die da, also nicht Menschlichkeit im guten Sinne, sondern dass der Mensch nicht nur moralisch korrekt zum Beispiel handelt. Und wir haben halt eher so inkrementelle, kleine Veränderungen in den Kulturmustern, in der Art und Weise, wie wir Sachen benutzen, Suffizienz zum Beispiel, oder was wir für Produkte benutzen. Und das sind halt so, das sind einfach kleine Sachen, die aber in der Gesamtheit wieder ein Zukunftsbild aufmachen, was irgendwie auf dem Boden ist, was greifbar ist, aber trotzdem, was einfach eine ganz andere, ja, DNA hat als jetzt im Mainstream, wenn es den denn gibt, in unserer individualisierten Zeit gerade aber. Ja, Frau Dr. Ja. Herr Deutschmann, wenn ich Ihr Projekt richtig verstanden habe, dann hat es durchaus ja solch konkrete Inhalte, die vorher auch bei utopischen Visionen eher vermisst worden sind. Aber ist es nicht eigentlich doch nur eine Insel im Meer des Kapitalismus? Also haben Sie Vorstellungen, dass das expandieren könnte, dass das jetzt im Sinne einer utopischen Expansion über Ihr unmittelbares, konkretes Projekt hinaus in die Gesellschaft wirken könnte? Und in dem Zusammenhang noch einfach eine Frage, was mich interessieren würde. Ich habe im Lauf meiner unterschiedlichen Projekte mich auch mal mit der Lebensreformbewegung etwas eingehender beschäftigt und festgestellt, also vor allen Dingen auch nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren sind in Deutschland hunderte von Siedlungen, ländlichen Siedlungen gegründet worden, die im Grunde genommen alle, also viele dann erst 33 liquidiert durch den Nationalsozialismus, aber auch vorher oft schon nach
eineinhalb oder zwei Jahren eingegangen sind, weil die Leute entweder keine Erfahrung in landwirtschaftlicher Tätigkeit hatten oder keine Ahnung von Buchhaltung, dass sie das wirtschaftlich nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und dass im Endeffekt im Grunde genommen nur eine wirklich überlebt hat, die Obstbausiedlung Eden in der Nähe von Berlin. Haben Sie mal Ihre Vorgänger studiert, was die unter Umständen da auch falsch gemacht haben? Ja, danke für die Fragen. Genau, ich glaube, zu der ersten Frage, waren jetzt zwei Fragen, die zweite war sehr lang. Was war die erste Frage noch genau? Ja, die Insel im Meer des Kapitalismus. Ah, ja, genau. Sehr gut. Danke für das Stichwort. Also bei mir ist es schon so, dass ich mich auch mit der Idee von so Kommunen und kleinen Bubbles, wie wir das so nennen, auseinandergesetzt habe. Und da ist eine gewisse Anziehung gewesen, gerade am Anfang, als ich mich gefragt habe, mit meiner kleinen Tochter, meiner Partnerin, wie will ich eigentlich leben? Will ich jetzt Kleinfamilienkonzept haben, irgendwie allein eine Wohnung und ein Häuschen und wir machen so unser Ding? Oder leben wir halt in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zusammen? So, und für mich ist da herausgekommen, dass ich so dieses Gefühl von, wir sind halt so ein kleiner Ort und wir sind so eine kleine Bubble und da kochen wir unser kleines Süppchen für uns, dass das nicht der Weg sein kann. Weil dann auch wieder, ich glaube, sobald man Systeme halt irgendwie schließt auf eine Art und Weise, kommt dabei was raus, was ja am Ende nicht so gut schmeckt oder genau unter Sauerstoffabschluss irgendwie vergammelt, um mal in dem Bild zu bleiben. Also da merke ich, und da haben wir ganz bewusst bei Wir wollen Zukunft gesagt, wir sind ein Zukunftsort, der in die Region reinwirkt, aber trotzdem eine Wirkung für die Welt haben soll. Also das, was wir machen, wollen wir auch im Sinne von Open Source beispielsweise, haben wir in einigen Projekten gemacht, in die Welt tragen. Also das Wissen, was wir da generieren, soll auf eine Art und Weise zugänglich sein und Leute, die die Idee haben, das nachzumachen, sollen bitte nicht unsere Fehler machen. So. Und genau, ich glaube, wir haben natürlich auch von anderen Projekten gelernt und ich glaube, man muss diese Projekte aber auch immer im Kontext der Geschichte und der Zeit sehen. Also ich glaube, man kann bestimmt das Studieren und da könnten wir gerne noch später mal in die Tiefe gehen, was denn da die Erkenntnisse vielleicht auch von Ihnen sind. Aber ich glaube, bei uns war es, ja, es ist halt wirklich der Austausch eher mit einer Peer Group von Menschen, die ähnliche Projekte machen, die ähnliche Herausforderungen haben. Und da gibt es, letzter Punkt, das Netzwerk Zukunftsorte, was als Vision hat, diese Orte, die überall gerade entstehen, an vielen Stellen, zu vernetzen und bis 2030 1000 Orte in ganz Deutschland abzubilden. Und das ist dann was, wo ich sage, ja, wir sind halt nur ein kleiner Teil, aber wenn es mehr Menschen gibt, die sowas machen, dann wird da ein Schuh draus und dann wird da eine Bewegung draus und dann gibt es an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen, die eine Veränderung machen und dann wird es eine große Veränderung. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, okay Gott, wie können wir das mit Google und Meta und sowas hinkriegen, da kann ich diskutieren, dann trinke ich noch ein Bier und dann kann ich noch besser diskutieren, aber ich finde keine Lösung. Und bei mir geht es wirklich in meiner Geschichte um dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also wie kann ich mit den Möglichkeiten, mit den Mitteln, mit den Privilegien, aber vielleicht auch mit den Einschränkungen, die ich habe, irgendwie einen Beitrag dazu leisten, dass die Zukunft lebenswert bleibt für möglichst viele Menschen. So. Wenn ich da nochmal anknüpfen darf, Selbstwirksamkeit. Wenn ich Ihre Geschichte, Sie haben ja ein Interview gegeben, wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Sie waren dann am Ende Ihrer Vorstandszeit ziemlich erschöpft. Und das ist ja auch ein Punkt, glaube ich. Wenn man solche utopischen Modelle oder Reformmodelle lebt, dann bleibt ja oft die Arbeit oder ein Großteil der Arbeit an einzelnen, besonders engagierten Leuten hängen. Und andere laufen mit, ob jetzt aus Egoismus oder weil sie es einfach nicht können. Aber es ist ja, das macht man nicht nur in solchen Projekten, ja, diese Erfahrung. Am Ende des Tages verteilt sich die Arbeit ungleich. Welche Lehren ziehen Sie daraus, wenn man so ein Modell lebt? Wie schafft man es, dass es wirklich ein gemeinschaftliches Projekt wird und nicht etwas, was von zwei, drei Leuten getragen wird und die anderen sind Mitläufer? Ja, da könnten wir auch zwei Tage Seminar, glaube ich, zufüllen zu Selbstorganisation, neuen Arbeitsformen. Aber ich würde ein bisschen biografisch, glaube ich, bleiben. Also ich glaube, man muss Räume aufmachen, wo Menschen partizipieren können.
Man muss Menschen die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig darf man die Menschen auch nicht überfordern. So, und ich glaube, das ist halt so bei Selbstorganisation immer so dieser schmale Grat zwischen Selbstverantwortung und Überforderung, wo man vielleicht keine, gerade in diesen Arten und Weisen, neue Organisationen zu gestalten, sagt, okay, wir wollen auf Hierarchien verzichten, das soll sich halt irgendwie so finden. Und dann sind die Menschen aber da drin komplett überfordert, weil sie nicht wissen, wo ist eigentlich die Grenze. Und das ist so das, was ich erfahren musste. Und interessanterweise ziehe ich da jetzt gerade wie so die Parallelen. Also wir leben als Menschen auf einem Planeten. Wenn man mal sich die Fotos aus dem Weltraum anguckt, dann sieht man diese kleine Kugel, die da so rumfliegt im großen schwarzen All. Und das ist halt ein endliches Gebilde, ein endliches System. Und das hat Grenzen. Und wir Menschen leben halt so, als würde es oft keine Grenzen geben. Und ich selber, und das ist halt auch so ein bisschen, was in der DNA ist von uns als Gesellschaft oder von mir, merke ich, meiner Sozialisation, immer weitermachen und immer noch, wir müssen doch jetzt die Welt retten und kommen, jetzt nochmal durchziehen und über die Grenzen und nochmal durchballern. Also das ist so, das ist so eine Struktur, die ich gerade in mir erkenne. Also die Weltrettung ist auch exzessiv, sozusagen. Auf jeden Fall. Die Weltrettung, also das, was man eigentlich wieso bekämpfen möchte, nämlich dass Ausbeutung sowas stattfindet, fügt man sich selber zu. Und das habe ich 2 Jahre in meiner Vorstandsarbeit. Ich bin letztes Jahr im Oktober aus dem Vorstand von Über und Zukunft gegangen, weil es mich einfach komplett zerlegt hat. Und weil ich in dieser Vision von, ja, ich muss doch jetzt für meine Tochter und alle Generationen, die danach kommen, jetzt hier was verändern, mich einfach über meine Grenzen verausgabt habe. Und das ist was ich in vielen Bewegungen gerade auch wahrnehme, die halt irgendwie was machen wollen, die irgendwo auch was gegensetzen und gerade sich auch in Feldern bewegen, in denen sie halt vielleicht, ja, in denen man so Vorreiter ist, also wo es noch nicht so die Beispiele gibt, wie man das dann irgendwie machen kann. Und deshalb ist, glaube ich, der Austausch einfach und die Vernetzung untereinander einfach ein relevanter Faktor, wie solche Sachen gelingen können. Frau Mahr, wir kommen so langsam zum Schluss hier vorne und dann öffnen wir zu Ihnen für Fragen und Kommentare. Daran anknüpfend, eine Frage, die im Augenblick sehr im Schwange ist, inwieweit die Weltrettung jetzt in ökologischer Hinsicht eigentlich kompatibel ist mit demokratischen Strukturen. Man hört ja aus China, dass die in gewisser Weise viel schneller voranschreiten, installierte Solarenergieanlagen und so weiter. Auch wenn sie natürlich noch viele Kohlekraftwerke haben, müssen wir hier nicht vertiefen. Aber wie tief, das ist meine Frage, wie tief ist Ihr Vertrauen, dass demokratische Strukturen geeignet sind, die Rettung der Welt ins Werk zu setzen? Oder haben Sie manchmal, wenn Sie ganz ehrlich sind, dann doch totalitäre Träume und denken, die Guten müssten sich zusammenschließen und durchregieren? Wo ist da Ihre Position? Wir sind ja hier unter uns, es wird zwar mitgefilmt, aber... Den Traum von der Ökodiktatur, meinen Sie? Ja. Nee, das entspricht und, ja. Und nur zur Ergänzung, also in dieser ersten großen Utopie der neuen Zeit, Utopia, die den Namen gegeben hat, von Thomas Morus, herrscht auf dieser Insel, in der dieser Idealstaat entworfen wird von ihm, Arbeitspflicht für alle. Jeder Bewohner muss arbeiten, und zwar 6 Stunden am Tag. Da bleibt etwas Freizeit, aber nicht für Spiel und Spaß, sondern um zum Beispiel Vorträge anzuhören oder solche Veranstaltungen zu besuchen, wie wir sie hier haben. Aber in jedem Fall strikte Arbeitspflicht und in den anderen großen, berühmten Utopien ist das ähnlich. Was jetzt Ihre Klientel, sage ich mal, anlangt, Herr Deutschmann, also da hat mich das auch erinnert an die fehlgeschlagenen Versuche von Siedlungen in den 20er Jahren. Die sind nicht nur deswegen, sondern auch wegen den anderen Problemen, nicht, dass eben keine wirkliche Kompetenz in wirtschaftlichen und sonstigen Dingen vorhanden war,
dass nämlich die Beteiligung auf immer, also fast immer, ich kenne jetzt ja nicht jede einzelne dieser Siedlungsprojekte, Freiwilligkeit beruhte. Also kein Zwang. Freiwillig, jeder bringt sich ein nach seinem Vermögen und sein auch so, wie er jetzt, ja, muss man auch ehrlicherweise sagen, gerade mal Lust hat, sich zu beteiligen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Finden Sie das nicht? Jetzt waren wir erstmal bei Frau Ma. Die Frage war an Frau Ma. Wie sehen Sie das? Demokratie oder doch eher durchregieren? dazu sind die Probleme zu komplex und wir dürfen es uns auch, wenn man manchmal meint, man hätte die Weisheit und die Wahrheit gepachtet, was man eigentlich nie denken sollte. Die Probleme sind komplex und genauso müssen die Lösungen komplex sein. Und das sind sie ja einfach auch. Ne? Und wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir uns immer zuhören, wir müssen immer offen bleiben und wir dürfen das. Und zu Ihnen nochmal, ich bin übrigens eher bei dem Recht auf Faulheit bei Herr Paula Faag als bei dem Recht auf Arbeit, wenn ich das kurz an die Seite reinkriechen darf. Auch, ja. Genau, weil das halt immer dieses Recht, dieses Verknechten, und es war sehr sympathisch, wie er damit seinen Schwiegervater einer ausgewicht hat. Ja, das war sehr. Aber naja, das ist irgendwie nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, genau, und auch da nochmal der Appell dazu, dass wir, wenn man sich also sehr auf Probleme konzentriert immer. Was wir heute irgendwie, haben wir so eine Tendenz dazu, ne? Irgendwie so alle reden über große Probleme und ach, man weiß ja nicht mehr wohin und so weiter, ne? Es ist okay, Probleme zu sehen, Probleme zu akzeptieren, aber irgendwie dann halt einfach klingt so banal, so einen lösungsorientierten Diskurs zu haben, weil wenn ich merke, so wenn ich mir zu viel Nachrichten reinziehe, jeden Tag, habe ich eine Weile gemacht, dann habe ich irgendwann wieder damit aufgehört, weil es deprimiert mich einfach zu sehr. Ja? Das heißt, ich muss prinzipiell wissen, was in der Welt passiert, aber ich muss mir nicht jeden Tag die Negativität irgendwie reinziehen, weil dann merke ich, dass ich einfach nicht mehr handlungsfähig bin. So. Und wenn man das aus dem Kleinen natürlich auf das Große überträgt, dann bleiben wir demokratisch und natürlich ist irgendwie das unser höchstes Gut, irgendwie was wir verteidigen müssen. Also irgendwie das ist was wir verteidigen müssen unbedingt. Und wir müssen Gegensätze aushalten. Wir müssen auch wissen, dass wir nicht gleich sind. Und dass das total okay ist. Ja? Wir haben natürlich auch unsere Grenzen, in denen, die ich erwähnt habe, unsere ethischen, moralischen Grenzen, innerhalb derer man spielt. Man darf nicht plötzlich anfangen, Dinge als Normalität zu betrachten. Das ist wichtig, dass man da sich dann irgendwie zu entsprechender Zeit vielleicht kontrolliert auflehnt. Aber trotzdem halt diesen gewissen Optimismus einfach dafür kämpft. Also weil ansonsten, das ist das, wofür ich morgens aufstehen muss. Also weil ansonsten klappt es nicht einfach. Also ansonsten klappt es nicht, den nächsten Schritt zu gehen. Ansonsten klappt es nicht, irgendwie an der Zukunft zu arbeiten, die ich lebenswert empfinde. Also und das muss ich beibehalten, ne? Herr Deutschmann, wie ist das bei Ihnen? Können Sie mir die Frage nochmal zuspielen? Demokratie oder vielleicht doch ein bisschen mehr durchregieren, um endlich voranzukommen? Also ich glaube, meine Antwort, ich kann nur ein Plus eins geben zu dem, was gesagt wird, komplexe Probleme erfordern komplexe Antworten. Und ich denke schon, dass die Demokratie eine Form ist, die sich aus jahrelanger Arbeit und Entwicklung gebildet hat, wo ich sage, ja, super. Also die Grundansätze sind gut, aber die Art und Weise, wie es vielleicht umgesetzt wird, kann man mal drüber sprechen, mal nachdenken, wie man das noch mehr Beteiligung reinbringen kann. Das wäre ein Aspekt, den ich wichtig finde. Und ich habe noch eine Sache auch zu Ihrer Frage, Herr von Lung. Und bei mir ist es so, ich habe mir jetzt auch im Zug nochmal hier die Gedanken gemacht, so was liegt eigentlich der Art und Weise, wie ich auf die Zukunft schaue, für ein Menschenbild zugrunde? Also wie schauen wir auf den Menschen und was denken wir, wie wir dem Menschen ein System schaffen müssen, damit er in einer Art und Weise, er sie funktioniert? Und bei mir gibt es so verschiedene Phasen, je nachdem wie viel Hoffnung ich gerade in mir trage, wie motiviert ich bin, kann ich mein Menschenbild von
alles ist möglich und wir können uns immer verändern und es gibt so viel Hoffnung, weil der Mensch im Grunde gut ist. Und wenn ich mich aber auch beziehe auf die Zeit, wo ich viel im Aktivismus unterwegs war und mir wirklich reingezogen habe, Tag für Tag, was eigentlich alles nicht stimmt auf dieser Welt, dann dachte ich, ja super, es gibt 95% Menschen, wo ich sage, ja, und 5%, die vielleicht ein bisschen Licht in sich tragen. Und das ist so ein bisschen der Regler, mit dem ich, wo ich eben geschafft habe, immer mehr in den hoffnungsvollen Bereich zu kommen, mir zu denken, okay, in den Menschen steckt was Gutes. Und wie schaffen wir es, das Gute in den Menschen zu fördern? Und wie können die Systeme, die wir bauen, oder die Arten und Weisen, wie wir miteinander umgehen, das wiederum fördern? So. Und ich weiß, das ist auch wieder idealistisch. Und ich habe jetzt, wenn Sie fragen, wie machen wir das denn am besten, würde ich sagen, ja gut, lass uns später beim Essen nochmal vielleicht in den Dialog treten und schauen, was gibt es da für Möglichkeiten. Also ich habe nicht die perfekte, vorgefertigte Lösung, aber ich glaube, das ist auch eine Haltungsfrage, wie wir dem Problem gegenüber stehen und wie wir das Beste aus uns als Menschheit rausholen können. Vielen Dank. Schönes Schlusswort eigentlich für uns hier oben jedenfalls. Ja. Jetzt gucke ich mal zu Ihnen. Haben Sie Fragen, Kommentare? Wenn Sie mögen, stellen Sie sich kurz vor. Sie müssen nicht. Wir können ja auch, niemand ist gezwungen, aber ich freue mich immer, wenn man weiß, wie der Name derjenigen ist, die eine Frage stellt oder einen Kommentar abgibt. Bitte schön, der Herr in der von mir aus gesehen vierten Reihe. Gut, mein Name ist Schröder. Ich bin von Hause aus Germanist und bin seit vielen Jahren in der Märchen- und Mythenforschung tätig. Es wurden zwei Dinge erwähnt am Anfang der Diskussion, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Einmal hat jemand gesagt, es fehlten die Vorbilder. Für mich war, oder meine Generation in den 70er, 80er Jahren, war Erich Fromm ein großes Vorbild, der Philosophie, Psychologie und Soziologie verbunden hat. Er hat auch einen Weg aufgezeigt, wie man vom Haben unserer kapitalistischen Welt zum Sein kommen könnte. Frage wäre, ob der Erich Fromm vielleicht auch heute, nicht nur jetzt Ernst Bloch, der eine Theorie verwendet, sondern Fromm hat ja auch Schritte zur Praxis vorgeschlagen. Und die daran anschließende allgemeine Frage wäre, weil am Anfang auch gesagt wurde, ja, es geht um gesellschaftliche Transformation. Mir stellt sich die Frage, ob eine gesellschaftliche Transformation möglich ist, ohne eine Veränderung, ich nehme mal das deutsche Wort, und ein Wachstum des Einzelnen, der persönlich wächst an den Krisen, nicht nur jetzt an den gesellschaftlichen, sondern auch an den eigenen. Ich glaube, man muss, und Sie haben sehr schöne Beispiele vorhin auch von eigenem Dazulernen gebracht. Ich denke, beides ist möglich, aber ich frage Sie, ob gesellschaftliche Transformation ohne diese persönliche Arbeit an sich selbst, die ja vor allem sehr mühsam ist, die haben es ja selbst festgestellt, möglich ist. Frau Maas, Sie haben genickt, als der Name Erich Fromm fiel. Finde ich super, auf jeden Fall. Also war später auch unbedingt eines der Vorbilder, aber davor gab es eine Zeit, da kannte ich ihn noch nicht und da haben mir Vorbilder gefehlt, genau. Genau, also auf jeden Fall super. Und zu Ihrer Frage, was die Transformation und gesellschaftliche Transformation, natürlich fängt es immer bei sich selbst an, es fängt immer beim Individuum an. Also wir sind ja einfach eine Ansammlung aus kleinen Individuen, aus kleinen Ameisen, die durch die Gegend laufen, die sich natürlich verändern müssen, ja? Und irgendwie die an sich selbst wachsen müssen. Wie bekommt man das hin natürlich auch? Das irgendwie hilft natürlich auch, wenn es einen gewissen Nährboden gibt. Also es irgendwie hat sich ja auch unser Schulsystem, unser Erziehungssystem, unsere Pädagogik. Ich habe mich aus persönlichen Gründen jetzt irgendwie sehr viel mit irgendwie so Erziehungsstilen, Erziehungsmethoden auseinandergesetzt, wie das früher war, wie das zur Zeit der irgendwie Nazi-Diktatur war, wie da irgendwie Eltern gesagt wurde, wie sie mit ihren kleinen Kindern umgehen sollten, wie es irgendwie danach war, ne? Da läuft einem kalt der Rücken, also da wird es einem grausig, das wusste ich davor nicht, ja? Das habe ich jetzt alles mir angeeignet. Damit man gut dagegen halten kann, irgendwie, wenn einem jemand sagt, man soll das Baby doch schreien lassen. Ne? Das sind Sachen, die müssen sich verändern. Das sind Sachen, die im Persönlichen in das Gesellschaftliche reinwirken. Also, und die wir, wenn wir da auch weiter ausholen, wie wir natürlich, wir sind ja auch menschliche Wesen, die in Unternehmen arbeiten, die in Organisationen arbeiten. Wie irgendwie gehen wir da miteinander um? Also, das hängt alles zusammen. Also es irgendwie hängt damit zusammen und es ist auch so was
Veränderung betrifft, habe ich auch immer so erlebt aus meiner Erfahrung, auch aus irgendwie meiner beruflichen, da braucht jede Person braucht sowas anderes. Also ich habe für mich gemerkt, ich habe irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen, weil mir Bekannte und Freunde gesagt haben, aber du bist doch so tierlieb, warum machst du das denn? Und dann isst du auch noch die billige Currywurst hier von der Bude abends und so, das muss doch nicht sein. Und dann irgendwie habe ich immer weiter überlegt, dann habe ich mir das abgewöhnt, wie man sich das Rauchen abgewöhnt. Ja? Weil ich mochte die leider echt gern, diese Currywurst damals mit 17. Ja? Jeder braucht da so irgendwie andere Triggerpunkte. Der Kameramann von unserem Festival hat dem Herrn von der UNESCO so lange zugehört, irgendwie, der immer irgendwie über die Wasserknappheit gesprochen hat, irgendwie, dass das für ihn das Argument war. Er brauchte total rationale Gründe. Also das heißt, irgendwie jeder Mensch, so unterschiedlich wie wir sind, wir haben auch einfach irgendwie so unterschiedliche Triggerpunkte, Herangehensweisen. Ne? Auf jeden Fall der Appell, dass wir uns genau als menschliche Wesen betrachten, auch natürlich. Als verletzliche menschliche Wesen, da irgendwie fand ich während meiner Studienzeit irgendwie Albert Camus ganz toll, der irgendwie in dem Buch über die Solidarität und den irgendwie Mythos für irgendwie Sisyphus, dass wir alle einfach unseren Stein zu rollen haben. Irgendwie so, wir erkennen irgendwann, dass das Leben irgendwie absurd ist, ja, dass wir alle geboren werden, irgendwann sterben wir dazwischen, ja. Wuscheln wir uns irgendwie durch. Und man hat verschiedene Möglichkeiten für einfache Antworten. Die einen werfen sich vor den Fernseher, die anderen werfen sich vor einfache religiöse Antworten, was auch immer, dieser philosophische Sprung, von dem man spricht. Ja? Und dann irgendwie sieht man, okay, man entwickelt eine Art, im Idealfall eine Art irgendwie Solidarität zu anderen, wenn man merkt, dass alle irgendwie rumkrebsen, dass alle irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben. Und an Tagen, an denen es mir nicht so, an denen ich so ein bisschen so die Hoffnung verloren habe, von denen du auch sprichst, an so irgendwie Tagen, wo es das gibt, wo man denkt, boah, 90% hier, meine Güte, was macht ihr denn? Ja? Aber irgendwie, dass man dann einfach weiß, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen. So. Und irgendwie, dass man sich so irgendwie hin und her umguckt und man hat irgendwelche Gründe, die da sind. Man hat irgendwie familiäre Gründe, man hat irgendwelche Gründe, die in der Pädagogik, in der Erziehung lagen, was auch immer. Und wenn man sich selbst dann anstrengt, weil das fängt natürlich immer bei einem selbst an und dann einfach liebevoller aufeinander zugeht. Weil viele wollen Veränderungen, aber die dann selbst zu machen im Tagtäglichen, im Tun, die fällt dann doch immer schwer. Ne? So, dass man dann sich doch irgendwie die Kleinigkeiten, die kleinen Momente sich dann gegenseitig hilft. Irgendwie damit fängt es dann einfach doch an. Und da, das klingt so nach so einem irgendwie Kalenderspruch, aber das sind diese kleinen Samenkörner, die dann einem halt ein gewisses Vertrauen schenken. Ja. Herr Deutschmann, Sie guckten so, als wollten Sie auch was dazu sagen. Ja, ich dachte, ich springe mal auch mal mit rein. Also für mich ist dieses Thema innere Arbeit, auch gerade nachdem ich erkannt habe, wie weit ich eigentlich mich selber ausbeuten kann und wo die Grenzen sind, ist viel wichtiger geworden. Und ich glaube, auch wenn wir uns umschauen und gucken, wie komplex die Welt ist und wie wenig wir davon eigentlich insgesamt verstehen können. Also wir können es natürlich versuchen und ich glaube, es gibt viele ExpertInnen, die, wenn man die zusammenholt, man kriegt dann ein ganz gutes Bild. Aber diese Welt ist so komplex, die ist so mehrdeutig, die hat so viele verschiedene Anforderungen. Und ich glaube, das, was wir brauchen als Menschheit und Menschen, die in dieser Welt gerade leben, ist wie so eine innere Stabilität. Und da geht es um diese innere Arbeit. Ich sage, wenn wir als Menschheit es schaffen oder als Personen, resilient zu sein. Also wenn wir eine Flexibilität haben mit Krisen, die auf uns zukommen, auf eine Art und Weise umzugehen, wo wir nicht komplett aus den Socken kippen, sondern irgendwie auf eine Art und Weise vielleicht ausweichen können oder damit irgendwie in Aktion gehen können, dann haben wir auch kreative Möglichkeiten zu handeln. Und dann ist es vielleicht haben vielleicht bestimmte Menschen, die sagen, ja, ich habe hier die Lösung, ich habe die einfache Lösung, weniger Chancen, da Anhänger zu finden. Und das ist was, glaube ich, was jeder von uns dazu beitragen kann, dass dieses Experiment Menschheit, was jetzt schon seit ein paar hunderttausend Jahren läuft, auch hoffentlich ein bisschen weiterläuft. Herr Bollo? Frau Mahn, Herr Deutschmann haben beide, wie ich meine, sehr bedenkenswertes gesagt. Deshalb will ich dem jetzt gar nichts hinzufügen, eher die Gelegenheit geben, dass aus dem Publikum vielleicht noch Kommentare oder Fragen kommen. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, das Mikro ist schon. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Eckfelder. Ich habe auch Philosophie und Germanistik in Heidelberg studiert
und interessiere mich von daher sehr für theoretische Dinge, auch wenn ich mein Leben ähnlich gestalte wie Herr Deutschmann und Frau Mahr. Ich finde, mir ist noch ein bisschen zu kurz gekommen, dass die Demokratie ja auch ganz lange eine Utopie gewesen ist und viele Anläufe gebraucht hat, um überhaupt Realität zu werden. Und noch haben wir ja gar nicht so wahnsinnig lange Demokratie hier. Und jetzt finde ich den interessanten Punkt, Sie haben gesagt, müssen wir sie vielleicht angesichts der Krisen durch totalitäre Systeme ersetzen oder Systeme dieser Art? Oder was ich mich viel mehr frage, müssen wir unser Wirtschaftssystem nicht ersetzen? Und da wünsche ich mir händeringend Utopisten, die sagen, wie kommen wir in einen Kapitalismus ohne Wachstumszwang? Und wo sind da eigentlich die Schranken, die uns daran hemmen, uns da weiterzuentwickeln? Weil alle Ideen, die wir entwickeln hier im kleinen Zukunftsorte, Zukunftsstädten, werden immer an dieser Schranke fallen. Und da wüsste ich gerne, ob Sie was dazu zu sagen haben. Herr Deutschmann, vielleicht Sie, weil Sie ja die konkreteste Utopie eigentlich leben. Gilt das Gesetz des Wachstums bei Ihnen auch in Wir bauen Zukunft? Ja, ich glaube, es ist immer die Frage, wie man Wachstum begreift. Und wenn man, also was wir bei Wir bauen Zukunft machen, ist, dass wir in die Natur schauen und schauen, wie wächst denn was in der Natur? Und die Natur wächst auch, aber da wachsen halt Sachen exponentiell, die dann dazu führen, dass das, was vorher da war, dann nicht mehr da ist. Also irgendwelche Viren, Bakterien, die dann irgendwas kaputt machen. Und ich habe jetzt letztens was gehört, was mich seitdem begleitet, ist so, Wachstum bedeutet eigentlich Stabilität. Also wenn die Natur wächst, dann ist was Stabiles da. Entweder dadurch, dass es flexibel ist und dadurch eine Stabilität hat, oder wenn man einen Baum anguckt, der halt ja, einen Stamm entwickelt. Und wir sind bei Wir bauen Zukunft, das ist auch unser Thema, so ein bisschen mit diesen Metaphern von der Natur unterwegs. Und was aber darüber hinaus jetzt gerade auch in unserer Region, also in unserem Umfeld stattfindet, ist, dass wir so ein Forschungsprojekt haben, wo es um soziale Innovationen geht. Und soziale Innovationen sind ja im Gegensatz zu technischen Innovationen Sachen, die in der Gesellschaft oder vielleicht auch gesellschaftliche Innovationen anders gemacht werden. Und da ist das ganze Thema soziales Unternehmertum oder gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Das sind so zwei Sachen, die gerade sehr stark im Kommen sind. Also wo ich große Hoffnung habe, da gibt es in den Landkreisen, in Schleswig-Holstein, Hamburg gibt es eigene Konzepte dafür, wie das umgesetzt werden kann. Und ich glaube, das ist aber auch ein Prozess, der halt sich Stück für Stück vollzieht. Also es ist nichts, wo man sagen kann, ja okay, jetzt Kapitalismus, weg, schupp, und wir machen jetzt mal was Neues, weil dann wird es gleich zusammenklappen oder vielleicht noch schlimmer werden. Und ich glaube, da setze ich drauf inzwischen, dass ich sage, okay, wie können wir da einen Beitrag zu leisten, dass der halt sozialer wird, dass die Idee von Unternehmertum nicht nur der Profitmaximierung dient, sondern auch auf eine Art und Weise den sozialen, ökologischen Faktoren, den Menschen, die darin arbeiten, den Produkten, die nachher da rausgehen, wie das kreislaufmäßig gedacht werden kann. Also wie man nicht ein Produkt entwickelt, um es Hauptsache oft zu verkaufen, sondern wie schafft man Produkte, die halt in sich geschlossene Zyklen haben. Und ich glaube, da können wir als Menschen einfach so viel von der Natur lernen, weil die hat das über Jahrmillionen irgendwie entwickelt. Und wenn wir da mehr Inspiration vielleicht für unser Wirtschaftssystem auffinden, habe ich Hoffnung. Das könnte ja fast ein Thema sein für eine eigene Veranstaltungsreihe. Ich glaube, Wachstum ist ja heute, also wenn man es mit Ressourcenverbrauch gleichsetzt, ich glaube, da ist man selbst, wenn man in einer kapitalistischen Dimension denkt, gar nicht mehr automatisch im Ressourcenverbrauch drin, wenn man an eine Dienstleistungsgesellschaft denkt. Aber das wäre, glaube ich, Sie machen da einen Riesenfass auf, vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, wir können es heute nicht ausschöpfen. Das wollte ich damit nur gesagt haben. Gibt es weitere Fragen, Kommentare? Bitte schön. Genau. Ja, mein Name ist Johannes Kohn und ich bin vom Studium her auch Theologe. Ich will mal so sagen, Omri Böhm, der Philosoph, ein Buch geschrieben, Universalismus, die Menschenwürde als Grundlage von allem. Und das ist ja im Grunde, was uns auch verbindet, weltweit. Es geht also eine Utopie immer auch um das
Gesamtbild. Und da will ich jetzt mal sagen, dass einmal, wir haben ja dieses Jahr 300 Jahre Immanuel Kant, vom ewigen Frieden. Das sind alles so Gedanken, die immer aufs Ganze gehen. Und Utopie und Apokalypse geht aufs Ganze. Und insofern würde ich sagen, wir sind natürlich schon irgendwie in einem utopischen Zustand, der schon irgendwie realisiert ist. Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Europa, ein Projekt des Friedens, angegriffen von rückwärtsgerichteten radikalen Parteien. Aber das Projekt hat ja eine utopische Dimension. Europa ist nicht abgeschlossen. Da liegt immer etwas Utopisches, da liegt immer Zukunft drin. Und dasselbe bei den Vereinten Nationen. Also Dinge, die Kant im Grunde schon formuliert hat, sind realisiert. Und wir haben hier einen Boden, eine Grundlage, die schon da ist. Natürlich ist die ständig bedroht, aber wir haben ja, das ist mehr als eine reine Vision, das ist schon Realität. Also insofern meine ich, muss man fragen, wo können wir auf dieser demokratisch menschenrechtlich abgesicherten Grundlage, man spricht ja von Ewigkeitswert bei diesen grundsätzlichen Gesetzen des Grundgesetzes, die haben eine Ewigkeitsgarantie. Das sagt ja, da kommt in einem gewissen Sinne, wenn man so will, eine religiöse Dimension rein. Also das ist dann im Grunde eine Menschheitsgrundlage, wo wir weiter drauf bauen können, auch utopisches Denken, was nicht irgendwie das Wolkenkuckucksheim ist, aber was eine gewisse realistische Umsetzungsforderung beinhaltet. Also so denke ich mal, so in diese Richtung, das war mir noch so ein bisschen zu wenig, so bei der ganzen Diskussion, dieses Totale der Menschheit in den Blick zu nehmen, aufgrund von Recht und Gesetz, also das kam mir so noch ein bisschen zu wenig vor in der Diskussion. Vielleicht darf ich das gerade mal aufnehmen. Es war eine Frage, die ich mir ähnlich hier auch noch notiert hatte, die ich dann aber nicht mehr gestellt habe, weil Sie das Wort Universalismus nehmen. Das ist ja ein Konzept, was herausgefordert wird im Augenblick, wenn wir Postkolonialismus und so in den Blick nehmen. Das ist ja eine Herausforderung, vor der auch Fridays for Future und so stehen. Dass auf einmal nicht mehr der westliche Blick auf Utopien und Weltrettung der allein gültige ist, sondern auf einmal auch da eine Vielzahl von Stimmen entsteht. Man merkt das ja, Fridays for Future, vor welchen Herausforderungen die stehen, dass das jetzt quasi wieder in nationale Konzepte aufbricht, weil der Blick auf den Gaza-Krieg zum Beispiel sehr unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Land man ist, ohne jetzt diese einzelnen Punkte aufzumachen, Herr von Dong. Aber was glauben Sie, ist das universalistische Konzept zu retten oder müssen wir nicht damit klarkommen, dass Utopien jetzt eben nicht mehr weltweit einheitlich zu denken sind, sondern eher wieder vielleicht nicht nach Nationen, aber nach Weltregionen sehr unterschiedlich sind? Also der globale Süden gegenüber dem Westen zum Beispiel, dass da ganz unterschiedliche Konzepte zum Tragen kommen. Das ist der Fall, das ist die Realität, dass Universalismus in Frage gestellt ist und dass es eine Konkurrenz nun von verschiedenen Deutungskonzepten und auch einfach Konzepten politischer Organisation gibt. Zunächst einmal sage ich für mich, ich zögere, zu viele dieser Aspekte unter dem Begriff der Utopie zu diskutieren oder überhaupt auch nur zu befragen. Also weil Sie den Artikel 1 des Grundgesetzes erwähnt haben, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist für mich nicht zu diskutieren unter Utopie. Das ist ein wesentlicher, wichtiger Grundsatz des menschlichen Zusammenlebens und der größte Glückfall unserer Verfassung, dass er an allererster Stelle steht und in etwas anderen Formulierungen, also zum Beispiel in der Gründungsakte der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ja ebenso formuliert ist. Was den Universalismus anlangt, da bin ich
muss ich gestehen, schlichter Meinung, dass ich nach wie vor hinter diesem Konzept stehe und glaube, dass es einfach, jetzt greife ich zu einem ganz anspruchsvollen Wort, repräsentative Wahrheiten gibt und dass alle Menschen gleich geschaffen sind, wie es in der Gründungsurkunde der Vereinigten Staaten heißt. Das gehört zum Beispiel dazu, aus der abgeleitet ist ja auch der Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also da lasse ich mir auch nichts abhandeln von konkurrierenden Systemen, welcher Art in Ostasien oder sonst wo auch immer. Dann hoffen wir, dass das keine Utopie wird. Weitere Fragen? Hallo, guten Tag. Also ohne jetzt mich großartig zu präsentieren, ich bin Schüler aus der IGS Ernst Bloch. Und bei der ganzen Thematik und den Fragen ist mir aufgefallen, wir suchen ja nach Auswegen, Alternativen. Und dann wurden auch Deutschmann und Frau Ma befragt, was so deren Utopie ist. Und da ging es dann eher so direktdemokratische Werte, nahezu direktdemokratische Werte erwähnt, bei denen man den Staat jetzt nicht überall eingemischt kriegen haben will. Da wurde das Beispiel vorher genannt, dass teilweise Jugendliche fordern, dass mehr Engagement gezeigt wird für Umwelt, man aber gleich auch Staatsfan will. Und Herr Deutschmann hat auch mit seinem Projekt auch eher eine hierarchiefreie Orientierung angewendet, halt, dass man Hierarchien loswerden will und auch eher kommunbasierter gehen will. Und mit dieser ganzen Fragestellung und der Antwort, wie man es sich vorstellt, denke ich mir, ja, eigentlich gibt es Beispiele dafür, dass sowas möglich wäre. Zum Beispiel nur rein sporadisch fällt mir ein, dieses Kommunenprojekt in Rojava, vielleicht ist Ihnen bekannt, dass im nördlichen Teil Syriens eine Autonomie herrscht, wo sich Leute direkt demokratisch erwalten, kommunbasiert. Und auch auf die Idee von Murray Bookchin, der sozialen Ökologie, also eine Idee, die auf Nachhaltigkeit basiert, umgesetzt wird und zurzeit mindestens 10 Jahre sogar Erfolg hat, also irgendwie Fortschritt zeigt und Funktion zeigt. Und bei diesem Beispiel denke ich mir dann immer, ja okay, gut, das können wir doch dann nutzen, um Leuten anzuregen, utopischer zu denken, dass es eben doch Möglichkeiten gibt. Aber das Gegenteil erlebe ich eben bei meinen Mitschülern. Und zwar dort ist es nicht so, wenn ich sie dazu anrege, dann geht es nicht an denen vorbei oder so. Es wirkt teilweise so, als ob sie sich dagegen aktiv wehren wollen. Zum Beispiel haben meine Mitschüler mich mal gefragt, warum ich so eine antikapitalistische Einstellung habe. Und als ich denen geantwortet habe, mit so auch Begründen und Beispielen, warum ich glaube, dass es Alternativen gibt und es nicht die einzige Möglichkeit ist, haben viele nicht gesagt, ja okay, gut, Nobel Ziele oder so. Die haben wirklich gesagt, nein, wollen wir nicht. Es wirkt oft so, als ob die sich sogar gegen bessere Zukunftsvorstellungen wären. Was irgendwie paradox wird, wo jetzt gerade am Anfang ja Themen wie letzte Generation und Fridays for Future angesprochen werden. So Aktivisten, die eben hauptsächlich aus Jüngeren bestehen. Und meine Frage wäre jetzt halt, wie will man solche Menschen erreichen, die sich dagegen sogar aktiv wären? Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich bin ein bisschen nervös, wie man vielleicht hören kann. Und ich weiß nicht, ob diese Frage super angemessen ist. Also, doch, ja. Super, sehr angemessen. Übrigens auch wieder eine Frage, die ich mir notiert habe und nicht mehr gestellt habe. Vielen Dank. Das ist genau der Punkt, wie man eine Breitenwirkung erzeugen kann. Jenseits, also man predigt ja oft nur den Gläubigen. Und die spannende Frage ist ja, wie erreicht man die Nichtgläubigen sozusagen? Und haben Sie da eine Antwort drauf? Also ich muss bei dem, was du gesagt hast gerade, muss ich an eine liebe alte Schulfreundin von mir denken, die in einem Frauenhaus, in einem Mädchenhaus irgendwie arbeitet gerade. Und die hat mir vor einer Weile nochmal erzählt, also irgendwie bei mir, da geht niemand von denen auf irgendeine Fridays for Future Veranstaltung. Die hassen die, ja, irgendwie die hassen die wirklich. Das sind für die einfach Rich Kids. Sie hat gesagt, hä, wieso? Wir haben uns darüber unterhalten, debattiert. Und sie hat gesagt, naja, das sind halt einfach irgendwie Leute, die Privilegien ausspielen und sie irgendwie fühlen sich halt irgendwie von denen nicht irgendwie akzeptiert, nicht wahrgenommen. Das sind Leute, die haben halt Schwierigkeiten in der Gesellschaft, irgendwie Ecken an. Genau, also das ist glaube ich ein Aspekt durchaus, dass man sich da vielleicht auch was Sozialunternehmertum, wo ich auch großer Fan bin und von Social Business und all dem, finde ich total super, aber da muss man sich auch manchmal an die Nase fassen, ob es nicht ein bisschen zu sehr Blase-Bubble ist und das irgendwie andere Leute ausschließt. Ja.
auf der anderen Seite merke ich, ist halt die Frage, wer das genau gesagt hat, wie die Person so war, mit denen du gesprochen hast, weil ansonsten kann man das ja schon auch auf Erwachsene übertragen, dass Menschen nicht ihre Privilegien abgeben wollen. So, warum möchte man dann vieles konservieren und konservative Parteien wählen und nichts abgeben? Ja? So, weil man einfach Angst hat, dass man Privilegien verliert, dass man sich einschränken muss. Weil irgendwie man sich mit dem anderen nicht identifizieren kann. Also da geht es auch ganz viel um Identifikation, um irgendwie das, was man vielleicht cool findet, um das andere Weltbild einem irgendwie zeigt, ja, damit bekomme ich alles, damit habe ich das Aus, das Auto, so, das ist halt eher das, wo man denkt, das ist irgendwie der einfache Weg und damit habe ich hier irgendwie meinen Erfolg. Was mir Wobei das vielleicht nicht nur ein Problem von konservativen Parteien ist. Das ist auch das Problem von den anderen natürlich. Ne? Es ist irgendwie eine Frage der Identität, die wir schaffen. Also, und da ist halt die Frage, vielleicht mit den Menschen in ihrer Sprache zu sprechen, sie in ihrer Sprache anzuschauen, ist viel verlangt, ja? Aber dass man sie versucht, anders zu erreichen. Manchmal klappt es und manchen klappt es und manchen, ja? Aber... Das sind so Überlegungen halt, weil da irgendwie meine Freundin zum Beispiel hat irgendwie andere Möglichkeiten, sich mit denen zusammen hinzusetzen. Sie gibt den Mädels dann irgendwie feministische Literatur, irgendwie empowert die auf ihre Art, ja. Und dann geht's halt Schritt für Schritt. Dann haben sie Schritt für Schritt ihre Vorbilder und dann erzählt sie mir danach irgendwie, die damals mit irgendwie 16 total auf einem schrägen Weg war irgendwie, dass die jetzt vorhat, auch irgendwie Philosophie zu studieren und irgendwie, dass sie dies und das macht und dann geht ihr Herz natürlich auf, ja. Und irgendwie, dass irgendwie sie sich jetzt engagiert. Also da sind wir auch wieder bei Vorbildern natürlich und bei gewissen Pünktchen, wie wir beeinflussen können. Ja? Deutschmann? Als Anekdote. Puh, ja, das sind spannende Fragen. Und ich habe mich gerade so ein bisschen versucht, in diese Situation reinzuversetzen. Und ich glaube, das hast du auch gerade schon ein bisschen anklingen lassen, ich glaube, sobald, also ich kenne es auch von mir, mir jemand sagt, wie ich was zu tun habe oder zu lassen habe, dann reagiere ich erstmal mit so, nee, warte mal. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen in dieser Sprache, die diese Bewegung, die Klimaschutzbewegung sich erwählt hat, ist, schwingt sowas mit von, wir haben Recht. So, und das ist was bei Menschen erstmal vielleicht, wenn sie sich noch nicht in der Tiefe damit auseinandergesetzt haben, irgendwas macht wie so, warte mal, du hast Recht, aber ich habe doch auch Recht. Und dann gerade jetzt, ich weiß nicht genau, wie in welcher Klasse du bist, aber 12. Ah ja, ja, genau. Also ich kann mir halt auch vorstellen, das sind ja auch so Dynamiken, ich kenne das selber noch aus der Schule, da bilden sich so Grüppchen und dann sind das eher die, die machen das und eher die, die machen das und dann einfach nur, weil jemand in einem Grüppchen ist, bin ich erstmal dagegen. So. Also das könnte irgendwie ein Grund sein und ich sehe halt, also was mir immer hilft bei dieser ganzen Debatte oder bei insgesamt, wenn ich versuche, irgendwie Veränderungen in irgendwas mit reinzubringen, ist mich versuchen, auf den Gegenüber einzustimmen. Was ist das für ein Mensch? Was hat der erlebt? Wo kommt der her? Das ganze Paket. Also irgendwie so diese Empathie aufzumachen von, ah ja, wie bist du? Wieso handelst du so, wie du handelst? Und das erstmal verstehen zu wollen. So von so einer Haltung zu kommen. Nicht zu sagen, ja, das, was du machst, ist blöd, sondern okay, es erstmal verstehen. Und aus diesem Verständnis heraus dann in irgendeinen angemessenen Kontakt zu gehen. Aber so dieses wirklich die andere Person erstmal verstehen zu wollen und nicht verändern zu wollen, ist, glaube ich, grundlegend, um ins Gespräch zu kommen und um auch so Fronten aufzuknacken, die sich möglicherweise, die sich immer mehr bilden im gesellschaftlichen Körper. Vielleicht als einen Impuls. Ja. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Kommentare? Sonst würde ich langsam hier vorne zum Schluss kommen. Danke sehr für Ihre klugen Fragen und Kommentare und danke meinen drei Podiumsgästen hier für die angeregte Diskussion. Und jetzt schaue ich Frau Amodeo an. Sagen Sie jetzt noch was oder soll ich überleiten? Ja, okay. Also es gibt, glaube ich, noch ein bisschen hier einen Umdruck. Sind alle herzlich eingeladen, sich an den Tischen zu versammeln. Auch wir hier vorne sind dabei. Da kann man das eine oder andere noch vertiefen. Und im Übrigen wünsche ich Ihnen dann noch einen schönen Abend. Es ist ja wirklich ein schöner Abend heute. Es regnet, glaube ich, gerade mal nicht. Und der Rhein ist voll, aber nicht zu voll. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
für Ihre Beteiligung und alles Gute und vielen Dank.